Ich wollte eben auf gar keinen Fall, dass das jetzt in ein Date ausartet oder sie jetzt denkt, dass ich sie anbaggern will, obwohl ich das eigentlich gerne getan hätte. Aber das sollte sie nicht denken. Also habe ich mir auch noch die altesten, schlunzigsten Klamotten angezogen. Sportklamotten. Mit zerrissene Sporthose. Und ich dachte, wenn sie was von mir will, wird sie sich ja schön machen. Als er versucht hat, mich zu erwürgen und mir dann auch die Rippen gebrochen hat, war es nicht mehr zu verleugnen, dass da häusliche Gewalt im Spiel ist. Aber weil ich Rotwein ihr gegeben habe und sie eigentlich gar keinen Rotwein trinkt, hat sie so krasse Kopfschmerzen bekommen, dass sie ungefähr 5 Minuten nach dem ersten Kuss wirklich auf meinem Sofa eingeschlafen ist. Was einem wichtig ist im Leben, spiegelt sich in ihr. Und ich habe gedacht, es kann nicht sein mit dem Altersunterschied. Ja, ne? Mir streitet wie Kesselflicker, das ist kein Problem. Also, aber das ist für mich der Zauber der Liebe, wo sowas möglich macht. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Der Zauber der Liebe, das ist heute unser Thema. Und wir freuen uns hier im Alten E-Werk in Baden-Baden auf diese Gäste. Als Steffi Radke Ellen zum ersten Mal sah, empfand sie zunächst alles andere als Liebe. Doch aus der anfänglichen Ablehnung wurde schnell tiefe Verbundenheit. Mittlerweile sind die beiden wie Pech und Schwefel und haben vor kurzem Nachwuchs bekommen. Wie schnell die vermeintlich große Liebe zum Albtraum werden kann, musste Svenja Beck erfahren. Schon nach wenigen Monaten begann ihr Partner, sie wegen Kleinigkeiten aufs Heftigste zu verprügeln. Was folgte, war ein jahrelanges Martyrium. Aufgrund einer Leukämieerkrankung hing Selina Läufers Leben am seidenen Faden. Erst eine Stammzellspende brachte die Erlösung. Und nicht nur das. Aus einem ersten Treffen mit ihrem Lebensretter Uwe wurde bald viel mehr. Klaus-Peter Wolf war mitten in einer Gruppentherapie, als er seine Frau kennenlernte. Aus einer anfänglichen Leidensgenossin wurde schon bald eine Seelenverwandte. Mit ihr erfuhr er, was es heißt, sich blind zu verstehen. Die Psychologin Ursula Nuber weiß, warum die Liebe unsere Hormone verrückt spielen lässt. Aber auch, wie sich Beziehungen über die Jahre verändern können. Denn die Liebe zu anderen muss immer auch gelebt werden. Herzlich willkommen an Sie, Frau Nuber, und herzlich willkommen an die Runde. Wir reden über den Zauber der Liebe heute. Nun ist der Zauber ja manchmal nicht vom Beginn an da. Bei Ihnen zum Beispiel, Steffi und Ellen, wie war das, Steffi, als Sie Ellen zum ersten Mal gesehen haben? Was war so Ihr Eindruck? Na, ich habe... Ja. Nein, ich weiß das ja. Wir hatten gegenüberliegende Zimmer im Studentenwohnheim und ich war da nur für einen Feriensprachkurs, habe da Hebräisch gemacht und bin aus meinem Zimmer gegangen und eine Duftwolke kam mir entgegen. Alles rosa, überall so Taschen an den Wänden. Also es waren ja wirklich immer nur so 15 Quadratmeter Zimmer und ihre Schuhe mit so einem Nagel an die Wand, damit irgendwie dieses Schuhregal improvisiert wurde. Pff, ja, wie kann man nur 15 Quadratmetern so viel Zeug haben? Warum? Ja, Pussy, ne? Pussy. Ja, Pussy. Ja, ein bisschen plakativ. Und Sie haben direkt gegenüber gewohnt. Ja, es war wirklich so, meine Tür auf, habe ich bei ihr... Und ich meine, das ist ja so, wenn man direkt gegenüber wohnt, dann lernt man sich ja kennen, ob man will oder nicht, hat man zumindest einen Eindruck. Waren Sie denn eine Tussi damals? Ich war und bin keine Tussi. Ich weiß auch gar nicht, was du damit meinst. So, ich habe dafür nicht die ganze Zeit rumgeblökt. Ich habe nicht die gesamte Küche des Wohnheimsflurs mit leeren Pfandflaschen vollgemüllt. So, ich habe keinen Fußball gegen Fenster geschossen und so. Also ich war halt einfach eine sehr vernünftige Studentin. Aha, aber es schien wirklich nicht so, als sei das Liebe auf den ersten Blick gewesen. Im Gegenteil, ich habe sie mit ihrer Ex-Freundin zusammengebracht und sie hat für meinen Ex-Freund noch Kaffee gekocht, weil wir waren damals in ganz anderen Beziehungen unterwegs. Sie waren ja, Steffi, vorher auch mit Männern zusammen. Hatten Sie denn damals schon das Bewusstsein, dass Sie sich auch in Frauen verlieben können? Ja, ich glaube schon. Ich wollte es nicht so wahrhaben. Mhm. Und ich glaube auch, dass ich mich nach wie vor auch in Männer verlieben kann. Mhm. Ja, man muss den Mut dann auch irgendwann aufbringen und dass man es nicht wegdrückt, ne? Mhm. Ja. Also ich habe es immer geahnt, aber wollte es nicht wahrhaben. Und alle wussten es eigentlich vor mir, wenn wir ehrlich sind. Also als ich mich geoutet habe, war dann auch so ein, ach endlich.
Jetzt irgendwann muss der Zauber ja entstanden sein. Sie haben sich dann irgendwann ja wieder getroffen, nachdem Sie sich eine Zeit lang nicht gesehen hatten. Dann beschreiben Sie doch mal, ja, vielleicht Sie, Ellen, was war die Situation, was war der Moment, als der Zauber sich dann entfalten konnte zum ersten Mal? Das ging dann wirklich ganz schnell. Wir saßen zufällig dann an einem neuen Studienort in einer Vorlesung. Ich saß vor dir und du hattest, weil du ich die eine der wenigen war, die du schon kanntest, hast du mich um den Stift gebeten. Da habe ich dir wieder Tussi-like den Glitzerstift gegeben. Mit das ist auch kein Klischee, ja? So eine Bommel und das wackelte alles. Und um dich zu ärgern natürlich, weil ich ja wusste, dass wir diese Diskussion über das Tussi-Sein schon hatten. Und dieser Vorlesungstag, aber dieser erste Vorlesungstag, als wir uns da wieder gesehen haben, da wusste ich auch schon gleich, oh Gott, was ist aus der Frau geworden? Und ab da war es eigentlich ja, was, schon was hatte passiert. Sie denn da für Sie plötzlich? Sie hatte einfach das, was ich sonst immer nur so als laut wahrgenommen habe und als polternd und so, hatte auf einmal so was Starkes bekommen, was ich total anziehend fand. Also einfach so eine eigene Art von Selbstbewusstsein. Ich glaube, du hattest dich auch selbst zu dem Zeitpunkt gefunden und wusstest, wer du selber bist. Und das hatte dann eben auch eine ganz andere Ausstrahlung als dieses Wilde, was sie sonst früher hatte. Auf einmal eine andere Aura um sie rum. Ja. Und umgekehrt, wie war das? War das auch dieser Moment, Stift und diese Vorlesung? Nee, oder dieser der Tag? Stift war... Ich meine jetzt nicht der Stift, sondern Sie natürlich. Vielleicht war es ja die Frau. Ja, es war die Frau. Also wir haben uns dann ab und zu verabredet, auch mit anderen Freundinnen und Freunden. Und Ellen hat eine ganz unglaublich liebevolle Art. Und das kannte so ein Poltergeist wie ich gar nicht, ja, dass da auf einmal so jemand fürsorglich war. Und ich war ja da, es war Berlin, wo wir uns wieder getroffen haben, eine große Stadt. Ich bin da zwar aufgewachsen, aber meine Freunde sind auch alle woanders studieren gegangen. Und ja, da war so ein kleines Heim irgendwie und auch so ein liebevolles. Jetzt sind wir aber gespannt darauf, wie hat sich das weiterentwickelt. Also mit Freunden sich treffen ist ja immer noch was anderes, als sich dann auch treffen und sich näher kommen. Das ist ja eben so eine zauberhafte Kennenlernphase. Wann gab es denn dann das erste Date? Das mussten wir im Nachhinein als das erste Date ausmachen. Das war eigentlich dann auch, weil wir bis dahin auf der Ebene der Freundschaft einfach nur waren, war es dann auch ein freundschaftliches Date. Also du hast gesagt, du hast Probleme mit einer Bekannten und die willst du dir mal von der Seele reden und kam zu mir. Als war ein Vorwand. Ich habe eigentlich auf den Kopf gekriegt. Aber wir wollten sie ja, sie wollte mich mal alleine treffen, ohne die anderen Freunde eben, ja. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann komm doch abends mal zu mir. Aber ich wollte eben auf gar keinen Fall, dass das jetzt in ein Date ausartet oder sie jetzt denkt, dass ich sie anbaggern will, obwohl ich das eigentlich gerne getan hätte. Aber das wollte sie nicht denken. Also habe ich mir auch noch die altesten, schlunzigsten Klamotten angezogen. Sportklamotten. Mit zerrissene Sporthose. Und ich dachte, wenn sie was von mir will, wird sie sich ja schön machen. Aha. Und ich wollte nicht, dass du denkst, dass ich was von ihr will. Ja, wie das die dann, Missverständnisse. Wie das dann so laufen kann. Ja, und dann, wie ist das Date dann, also das eigentlich kein Date sein sollte von beiden Seiten? Da war dann schön gedeckter Tisch mit Rotwein. Ne? Also da hätte ich ja schon auch ein bisschen aufmerksam sein können. Und ja, aber leider gab es Rotwein. Es ist dann tatsächlich in diesem Sprechen und ach, dir ging es ja so schlecht, ne? Ja. Und so. Ist es dann zwar zu einem Kuss gekommen, aber weil ich Rotwein ihr gegeben habe und sie eigentlich gar keinen Rotwein trinkt, hat sie so krasse Kopfschmerzen bekommen, dass sie ungefähr 5 Minuten nach dem ersten Kuss wirklich auf meinem Sofa eingeschlafen ist. Das ist jetzt nicht so der zauberhafte Begriff, den man sich so vorstellt. Nein, es war aber auch ganz gut, weil so konnten wir das beide sacken lassen. Ich habe sie dann noch zugedeckt, habe sie auf dem Sofa schlafen lassen, bin ins Bett gegangen und am nächsten Tag hatten wir dann Zeit zu reden. Und es war eine Stunde wirklich intensives nur Reden und danach war alles klar. War alles klar, auch für Sie, Steffi? Ja, dann war, also ich habe mich erstmal geschämt, weil man soll ja nicht beim ersten Date gleich übernachten. Ne? Nein, habe ich natürlich auf der Couch? Ja, sorry. Nein, ich habe das immer alles nicht so verstanden. Also ich war auch nicht so romantisch unterwegs, also dass man so sehr mehrere Dates hat oder auch, ich war so pragmatisch. Ja, jetzt sind wir dann halt zusammen und das ist dann für mich auch gut. Wir müssen das Kind beim Namen nennen und ab da an habe ich dann daran gearbeitet. Aber Sie haben ja gerade noch gesagt, man muss Mut haben. Ja. Hatten Sie gleich den Mut? Also, nee. Es war im Frühjahr, ja, Mai sind wir zusammengekommen. Und Ellen hat dann auch noch zufällig 10 Minuten von meinen Eltern weggewohnt. Im gleichen Stadtteil in Berlin. Also warum auch in Berlin gerade fast eher in identischen Straße. Und dann durften wir das erste
Sommer nicht raus, weil mich kannten da halt auch eben alle. Also Händchen halten und so war noch gar nicht drin. Gar nicht, auf keinen Fall. Uns wusste auch keiner. Also wir haben quasi einen ganzen Sommer über nur in meiner Wohnung verbracht. In einer Einzimmerwohnung. War schon Lockdown. Ja, wir sind vorbereitet. Ihr habt's drauf. Und die Wohnung hatte 27 Quadratmeter, ne? Also wir sind sowas von krisenerprobt. Ja, und dann, wann gab's denn so die ersten? Sie hatten mich schon so ab und zu mal unter Druck gesetzt. So, hallo, ich werde jetzt nicht mein Leben lang in der 27. Und dann habe ich es angefangen, ein paar Freunden zu erzählen. Und als ich gemerkt habe, dass das überhaupt kein Problem ist, die dann gesagt haben, ja, wussten wir schon lange. Gut, dass du es endlich selbst weißt. Genau. Und dann, als ich es dann ihren Eltern oder ihrer Familie... Habe ich nicht. Das konnte ich nicht. Das habe ich nie übers Herz gebracht. Weil ich weiß auch nicht, wie sich Eltern verhalten. Wenn ich sage, du Mama, ich bin jetzt übrigens lesbisch. Also das ist so von Kopf knallen. Irgendwie fand ich das nicht passend. Ich habe es einfach meiner Tante machen lassen. Verstehe, so indirekt. Ja, und das ist auch, glaube ich, gut, weil ich glaube, Eltern sollten sich mal kurz sortieren können. Dann ist auch kein böses Wort gefallen. Nicht, dass meine Eltern irgendwie jemals ein böses Wort gehabt haben, aber man weiß es ja nicht, wie Eltern darauf reagieren. Und ja, also da ist nie was Schlimmes gewesen. Und ich meine, wir reden ja heute über ihre Liebe, aber Liebe ist ja ein Teil des Lebens. Man hat ja noch mehr Vorstellungen, was zu dem Leben dazugehört. Wo standen Sie zum Beispiel, Steffi, im Leben? Was war so Ihr Plan? Der große Tisch. Ja, wir sind ja beides Pastorinnen. Und ich habe mir das natürlich immer so traumhaft vorgestellt, so eine super lange Tafel mit 20 Kindern und dem perfekten Mann. Und wir haben das super Pfarrhaus offen und jeder kann kommen und jedes Kind bringt auch noch so Freude. Also ich war Anfang 20, also man habe Nachsicht. Und aber Familie und Kinder? Ja, und so. Total. Also mir war dann zwar irgendwie jetzt im Nachhinein ist mir bewusst geworden, dass ich die hätte kriegen müssen in so einer heterosexuellen Beziehung. Das wird wahrscheinlich so sein, ja. Den Plan hatte ich noch nicht ausgereift, wie man merkt. Und ja, und ich dachte, davon muss ich mich verabschieden. Und das hat mir schon irgendwie so Wehmut bereitet. Ja. Und irgendwann fing sie dann, ich dachte, ja gut, lassen wir mal laufen, so ein paar Jahre. Ich meine, ich war 25, da habe ich ja noch nicht jetzt sofort an Kinder gedacht mit einem Studium. Ja, ich dachte, ich probiere das mal aus. Aber wenn wir jetzt über diesen Zauber reden und wie Sie sich dann näher gekommen sind, was macht eigentlich diesen Unterschied aus, dieses Kennenlernens der Verliebtheit und Liebe? Wo ist da der Unterschied eigentlich? Ja, da liegen ja eigentlich Welten dazwischen, würde ich mal sagen. Also die Verliebtheit ist, sollte man wirklich nicht mit Liebe verwechseln. Das ist diese verrückte Phase, das ist das, wo die Hormone verrückt spielen und man also Schmetterlinge im Bauch und den anderen idealisiert und sich im Grunde ja von seiner besten Seite natürlich jeder zeigt, wenn man verliebt ist. Wie lange kann das halten? Das hat, glaube ich, noch niemand wirklich gemessen. Aber ich habe mal irgendeine Zahl gelesen von, also spätestens nach 3 Jahren ist es vorbei. Und das kommt dann auch nach 2-3 Stunden. Nach 2-3 Stunden bei manchen sind aber auch ganz schon. Schnell. Genau. Also das kann unter Umständen schnell gehen. Oder wenn man morgen aufwacht oder so. Ja, das stimmt schon. Ja, oder wenn man, was weiß ich, wenn man in unterschiedlichen Städten lebt oder so, dann hält es vielleicht ein bisschen länger an, die Verliebtheit. Aber das hält ja keiner durch. Also immer diese Schaulaufen und so sich anstrengen. Und vor allem lernt man sich ja nicht kennen. Also Sie haben das vorhin wirklich toll gesagt. Also Sie haben plötzlich in ihr die Stärke gesehen und Sie haben in ihr das Fürsorgliche gesehen. Und das ist ja auch, es gibt immer so einen Beziehungsmoment, also wo man Versprechen hört vom anderen. Ich verspreche dir, jetzt übertreibe ich mal ein bisschen, ich bin fürsorglich. Und ich verspreche dir, ich bin stark. Und dann fängt die Liebe an, weil dann hat man so das Gefühl, mit dem ist irgendwie, mit der ist Entwicklung möglich. Und ich fühle mich vor allem wie ich, also dieses Gefühl, ich bin bei diesem Menschen ich, aber das ist Liebe. Wenn diese Hormone langsam wieder auf Normalniveau kommen. ich sehe schon, Sie sind enttäuscht, oder? nein, Sie können halt nicht ewig. Okay. Ja. Aber was fängt dann für eine Phase an? Schaut man dann den Partner oder die Partnerin dann nochmal so mit anderen Augen? Also es ist erstmal eine Enttäuschung auch dabei, unter anderem. Also, weil man merkt plötzlich, so der Traumprinz
Naja, der hat so auch so seine Macken. Und die Traumprinzessin natürlich auch. Also, Sie haben das ja vorher schon gemerkt, dass die ein bisschen irgendwie, ja. Ja. Und Sie haben sich gleich mit Sportklamotten kennengelernt. Genau. Also insofern. Das haben Sie vielleicht vorgezogen, die Phase, ich weiß nicht. Aber normalerweise ist es ein Stück weit eine Ernüchterung auch. Ja. Und dann sagt man sich ja, ist das wirklich die Richtige? Ist es wirklich der Richtige? Und dann kommt oft so eine Phase, wo man auch sagt, du musst wieder so werden, wie du warst. Also man hat wieder Hoffnung, sich die Verliebtheit wieder irgendwie zu erneuern. Manche Menschen, die drehen dann halt sich den Rücken zu und sagen, jetzt fange ich es nochmal mit jemand anderem neu an. Aber die zweite Phase ist halt wichtig, weil da wird es realistisch. Und dann wird es spannend. Ellen, wie ist denn die zweite Phase gelaufen? So der Alltag, der so langsam... Wir haben uns nur gestritten. Oh. Wir haben das verflixte siebte Jahr vorgezogen. Also fast genau zu dem, was Sie sagen. Der verflixte siebte Monat war so, das. Es fing damit an, dass du irgendwann nach 2 Monaten gesagt hast, du lässt das jetzt, du bringst die Spinnen nicht mehr raus. Ja, das stimmt. Bis dahin wolltest du immer noch so tun, als hättest du keine Angst vor Spinnen. Oh, und hast sie rausgetragen? Naja, getragen habe ich sie nicht. Nee, aber du hast sie getötet? Ja. Die Heldin gespielt. Genau, quasi. Aber total so. Ich habe gemerkt, sie findet die jetzt auch nicht so proper. Und dann habe ich immer so voll mutig. Ich habe eine viel größere Angst als ihr. Ja, und nach 2 Monaten, das war so der Punkt, wo wirklich was gekippt ist, so, also bei uns beiden. Und ich auch mal gesagt habe, boah, nee, es wäre schon schön, wenn du mir in der Küche hilfst, auch wenn ich bisher immer gesagt habe, ach, setz dich mal hin. Ja, ich dachte, was für eine Traumfrau, nee, ich wasch gerne ab. Und dann fing aber auch das Streiten an. Also wirklich, das war wirklich ganz, ganz heftig. Wir haben uns also gefühlt auch 20 Mal gesagt, boah, hau ab, das hat keinen Sinn mehr. Und da warst du immer mit deinem Pragmatismus, ohne jede romantische Veranlagung, war es dann die gesagt hat, naja, wieso, liebst du mich denn wirklich nicht? Stimmt, das habe ich wirklich immer gesagt. Immer gesagt. Und also, dass das gehalten hat. Ja. Dann aus irgendeinem Grund hat es gehalten. Ich weiß auch nicht, warum die Nachbarn bei uns im Haus da wohnen geblieben sind, weil wir haben wirklich heftig gestritten. Echt? Richtig laut auch? Ja, war, also ich meine, das ist jetzt so Klischee, aber wir haben wirklich, ja... Aber ja. Teller sind nicht geworfen worden. Nein. Nein. Das aber das liegt aber auch an meinem Pragmatismus. Ja. Nee, das ist so eine lange Diskussion. Die guten Teller, ne? Ja, und auch so. Wir waren Studenten, wir hätten uns das nicht leisten können, neue zu kaufen. Ja, ja, ja. Und unser Leitspruch war immer, wir haben gemeinsam, dass wir nichts gemeinsam haben. Und das haben wir dann einfach eben erkannt. Also es war erstmal so ein Aushandeln, ja? Ich möchte nicht immer die sein, die kocht. Ich möchte nicht immer die sein, die Spinnen heldenhaft rausträgt. Also haben Sie sich dann erstmal so... zurechtjustiert? Ja, das ist, wie sie sagt, diese Enttäuschung. Und dabei war es bei uns ja voll naheliegend, dass das kommt. Weil wir uns ja schon in der ersten Phase wussten, wir sind so konträr. Also, und trotzdem haben wir das eingegangen. Das ist ja auch ein ewiges Thema eigentlich. Gegensätze ziehen sich an. Aber gleich und gleich gesellt. Ja, genau. Also was denn nun, Frau Nuber? Ja, eigentlich sagt die Forschung, gleich und gleich ist am erfolgreichsten. Also unsere 11 Jahre stehen dagegen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, ist es überhaupt nicht ausdiskutiert. Also wirklich nicht erforscht. Also das kommt immer sehr drauf an, wenn die Unterschiede zu riesig sind, dann kann es schon sehr schwierig werden. Es kann aber auch eine Anregung sein. Es kann ja auch was sein, dass die eine was hat, was die andere eigentlich brauchen könnte für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Bei aller Unterschiedlichkeit, bei aller Reibung, bei aller Lautstärke, was verbindet sie denn auch darunter? Also ich glaube, also die gleichen Wertvorstellungen verbinden uns auch, aber vor allem ist es, ist es unser Glaube, der uns auch stark verbunden hat, weil wir immer gesagt haben, dass das, was wir geschenkt bekommen haben, auch tatsächlich ein Geschenk ist. Also das ist uns nicht einfach passiert. Unsere Liebe ist auch nichts, was wir selber besitzen, sondern die ist uns irgendwie geschenkt worden und ist als Drittes da. Und dieser Glaube eben, dass Gott uns da einfach auch wirklich ein Riesengeschenk gemacht hat, das hat uns durch jede Krise irgendwie immer wieder getragen. Viele Paare wollen ja dann die Liebe irgendwann auch krönen durch ein Kind oder durch Kinder. Ach, dadurch? Hast du gedacht, jetzt kommen wir die zur Hochzeit oder so? Ja, natürlich, das auch. Durch vieles. Was war Ihnen denn wichtiger, Hochzeit oder Kind? Als ob ich jetzt Hochzeit sagen könnte. Ich glaube... Ja, Hochzeit. Erstmal. Sie ist ja noch nicht so fit, dass sie das jetzt mitkriegt. Ja, die Hochzeit. Weil ich wollte ja diesen Menschen irgendwie so... Mhm. so ja, für mich ist ja auch... Ich habe sie ja nicht gekauft. Ne? Aber ich wusste, das ist eine gute Verbindung.
Sie haben ja gesagt, Ihr alter Traum war ja Familie, war ja diese große Tafel, ne, und so weiter. Kinder, waren das dann irgendwie ganz selbstverständlich ein Thema für Sie dann irgendwann? Oder wer kam damit in Ihrer Beziehung? Ich glaube, in den ersten Wochen unserer Beziehung habe ich das erste Mal darüber gesprochen, dass man mit mir nur auf Dauer zusammen sein kann, wenn es klar ist, dass es irgendwann Kinder dazu gibt. Und das war schon, also quasi eigentlich schon immer klar. So, und dann ist ja dieses, also man denkt dann ja immer, man muss auf den richtigen Zeitpunkt warten und erst nach dem Studium, erst nach der Ausbildung, erst wenn man fest im Job steht und so. Also das hat das dann immer noch so rausgezögert. Aber es war, glaube ich, also für mir war immer klar, es wird Kinder geben. Du hattest vor diesem Schritt, glaube ich, großen Respekt. Ja, weil es in unserer Konstellation so ein Batzen ist, ne? Also kannst ja nicht einfach mal so einen netten Abend haben, sondern oder einen netten Morgen oder was auch immer man präferiert. Aber es ist einfach total teuer. Das ist ganz klar nicht mein Kind gerade, ja, weil ich das erst adoptieren muss. Und da steckt eine künstliche Befruchtung, eine Hormonbehandlung, einen riesen Batzen an Geld. Den kannst du dir ja gar nicht leisten im Studium. Und jetzt ist vieles da und sie ist super süß, aber es ist nicht mein Kind. Welchen Weg sind Sie denn gegangen dann? Also alle Wege, die es gibt. Also, wir haben angefangen damit, dass wir von dem Freund eines Freundes, dem Bekannten, der halt bereit gewesen wäre, uns seinen Sperma zur Verfügung zu stellen, mit der Bechermethode, sodass Fides dann quasi später, wenn sie groß wäre, auch ihren Spender kennenlernen könnte. War denn klar, wer dann das Kind bekommt? Also dass ich es auf jeden Fall anfange zu versuchen, das war klar. Okay. Genau. Und Steffi hat immer sich das offen gehalten, ob sie das irgendwann auch noch möchte. Ich wäre das Backup. Genau. Aber das hat nicht geklappt. Dann haben wir gesagt, dann fahren wir zu einer Samenbank und versuchen es darüber. Das hat auch nicht geklappt. Dann haben wir uns auf irgendeiner Plattform ein schwules Paar gesucht, die ja auch unbedingt Kinder wollen, was man auch total verstehen kann. Aber dann hatten wir auf einmal 4 Eltern und es kann gelingen, aber als Pastorin wird man ja auch verschickt. Und es ist total grausam. Dann haben wir zu 4. Kind und wir sind von Berlin nach Niedersachsen gegangen. Ja, das wäre doch Vorgaukeln gewesen. Also, ja, jetzt machen wir ein Kind, aber die Mütter haben schon immer mehr Rechte irgendwie, ne? Und das war auch keine Option für uns. Genau. Und am Ende war dann eh klar, ich kann einfach so ohne medizinische Mehrbehandlung eh keine Kinder kriegen. Das hat sich aber auch erst nach 5 Jahren rausgestellt, als die entsprechenden Untersuchungen endlich mal gemacht worden sind. Und dann ist es dann eben zu einer künstlichen Befruchtung gekommen. Aber das dann eben so, dass es direkt beim ersten Versuch geklappt hat. Und unser kleines Wunder Fides dazu kam. Wie alt ist jetzt? 3 Monate. 3 Monate? Ja. Und was hat sich dadurch verändert? Alles. Und sagst du immer, du bist immer so romantisch. Unsere Hebamme hat zu Anfang gesagt, es ist auch gut, wenn sie im Bett zwischen uns schläft, weil uns dann auch bildlich deutlich wird, dass jetzt jemand zwischen uns ist. Und das ist schon so. Du meckerst schon so, dass ich weniger Zeit für dich habe. Ja, sie hat mir sowas versprochen, wie mein Herz würde wachsen und beide hätten Platz. Ja, nix da. Aber ich habe natürlich jetzt weniger Zeit für meine Fürsorge. Aber ich würde sagen, Sie gucken so wissend, das ist durchaus eine typische Phase. Absolut, absolut. Okay. Und das ist immer für den, der das Kind nicht geboren hat, immer ganz schwierig, weil... Ja, also wir müssen ein bisschen Platz machen, ne? Also Platz lassen und Platz machen und das fällt schon schwer. Also es ist ja auch ein Verlust. Und mir ist immer wichtig, dass dann die Mütter eigentlich wissen, ja, also sie haben einen totalen Gewinn, also das Kind und sie sind eins und eine Bindung. Und die Partnerin steht dann daneben und fühlt sich vielleicht nicht so ganz zugehörig zu diesem Bund. Aber das wächst. Sie hatten ja den Traum, Pastorin zu werden, eine Gemeinde zu haben. 2017 war es dann soweit. Sie sind eine Pfarrstelle, haben ihre Pfarrstelle angetreten in einer 3000-Seelen-Gemeinde in Niedersachsen. Nun ist ja bei aller Modernität unserer Gesellschaft, gibt es vielleicht immer noch Menschen, die sagen, auch eine Pfarrerin, die eine lesbische Beziehung führt. Hatten Sie solche Gedanken im Kopf, ob das zusammengeht oder war das für Sie gleich selbstverständlich, dass das alles hinhaut? Ja, man hat da im Studium kurz drüber nachgedacht. Aber wenn die Liebe so groß ist... Dann kann man gar nicht dagegen an. Also dann hätte ich eher den Beruf aufgegeben. Irgendwann war mir das klar. Und da man noch im Studium war, dachte man, okay, man schwenkt rum. Ich habe noch auf Lehramt studiert. Das heißt, das hätte ich auch locker machen können. Aber es war schon meine Angst. So kann ich jemals diesen Traum, auch der riesig groß war, ich habe das wirklich studiert, um Pastorin zu werden, geht das? Und man hat aber dann schon andere lesbische Pastorinnen kennengelernt, die noch alle so heimlich leben irgendwie. Aber wir waren zur richtigen Zeit
sind wir geboren und haben fertig studiert, dass man so die ersten Wege mit uns offen gehen konnte. Sie arbeiten ja auch bei der Evangelischen Landeskirche, auch im Bereich Digitalisierung. Wie wurden Sie denn dann auch als Paar aufgenommen in dieser 3000-Seelen-Gemeinde? Erzählen Sie mal. Ich sage immer, das Dorf hat uns adoptiert. Ach. Also das war wirklich, also was man auch sonst für Bedenken hatte, gerade dörflich, ländlich oder so. Aber es sind ja keine Hinterwäldler, mit denen man da zu tun hat. So. Es sind auch Menschen, die im Jahr 2020 leben, und ja, also 2021 jetzt schon. Und das war bestimmt in einigen Haushalten mal Thema, bevor wir da waren, weil in der Kirche sammeln sich eben auch Konservative, aber nicht nur. Und das war aber gut schon, es erschien ein Zeitungsartikel ein paar Wochen, bevor wir gekommen sind. Das heißt, die Sau ist schon einmal durchs Dorf getrieben worden. Und als wir dann da waren, war das Gerede auch schon wieder vorbei. So, und dann war es nur noch wichtig, irgendwann nach ein paar Wochen, dass möglichst bei allen Geburtstagsbesuchen ich immer mitkomme, okay, und du nicht alleine kommst. Ja. Also immer nur als Doppelpack sozusagen. Genau, das war dann ganz schnell so, dass immer alle wollten, dass ich mit allem dabei bin und ich mal sagen musste, ich habe auch einen Job, ich kann nicht immer dabei sein. Ja, und es war auch immer so, man sagt ja immer, die Älteren haben damit ein Problem und wie reagieren die? Und die waren eigentlich die viel Süßeren, ja, also die immer versucht haben, mit dem Vokabular war es immer schwierig, ja, also grüßen Sie Ihre, Frau Radke, grüßen Sie Ihre, das andere Mädchen oder Ihre Kumpeline oder so, ja. Und Kumpeline? Ich habe gesagt, Sie meinen meine Frau. Und dann meinte ich so, meinten Sie, ja, aber Sie sind doch Frau Radke, wie... so, und dann haben wir gesagt, na, wir sind einfach beides Frau Radke und auch beides, und auch nicht Frau Pastor, sondern Frau Pastorin. Und oh, das war so süß, weil dann an der Tür, wenn man sich verabschiedet, und liebe Grüße an Ihre Ehefrau. Ja, so, ja, dass man auch bewusst gesehen hat, die wollen uns annehmen. Und schön. Das war echt, also herzerwärmend. Ja. Sie haben ja jetzt nicht nur eine Gemeinde dort, sondern auch eine Internetgemeinde um sich geschart. Es gibt bei YouTube so einen Auftritt von Ihnen, wo Sie auch Ihre Gedanken zum Glauben, zum Leben mit anderen teilen. Welche Resonanz kriegen Sie da so? Wir eines Tages halt aufgewacht und haben gesagt, weil wir wollten jetzt auch nicht die lesbischen Galionsfiguren der evangelischen Kirche werden. Ja? Also es war nicht unser Ziel. Aber gut, hat man auch was für einen Steckbrief. Nur wir fanden es so wichtig, weil es eben keiner macht, damit einfach öffentlich zu sein. Und uns wird natürlich auch oft mal vorgeworfen, dass wir zu privat wären. Aber genau darum geht es eben. Man kann nicht nur ein bisschen zeigen, dass es geht, sondern man muss dafür einstehen, habt den Mut, gestaltet eure Kirche einfach auch selber. Ja? Also sagt nicht mal, die da oben müssen irgendwas ändern, sondern Kirche ist ja gerade das, lebt eure Kirche und dann ist sie auch wieder lebendig. Und das wollen wir halt einfach zeigen. Wir reden ja heute auch über den Zauber der Liebe. Bei all dem, was ja jetzt auch da ist, mit Kind und Erziehung und Alltag, was macht den Zauber für Sie aus, Ellen? Ich glaube, dass ich morgens, wenn ich aufwache und du mich angrinst, das machst du jeden Morgen, wenn nicht wirklich irgendwas ganz Schlimmes ist, dann weiß ich, dass alles gut ist. Das ist, glaube ich, die Gewissheit, mit der ich in jeden einzelnen Tag starte. Oh. Und das seit 11 Jahren. Das ist einfach großartig. Schön gesagt. Und Sie, Steffi? Ich habe einfach gelernt, wie gut es ist, am Ball zu bleiben. Also, dass es schwierige Zeiten gibt, aber dass die zu zweit einfach viel schöner sind und in dieser ganzen Unterschiedlichkeit einfach erkannt habe, dass das ein so facettenreiches Team geworden ist. Was ich nicht kann, kann Ellen. Und das, also die Unterschiedlichkeit schätzen zu lernen. Und wir sind so unschlagbar zusammen und das ist einfach so ein Gewinn. Dann hoffen wir alle, dass Ihnen dieser Zauber erhalten bleibt. Es ist auf jeden Fall toll, den so mitzuerleben. Danke. Schön, dass Sie da sind, auf jeden Fall. Frau Nuber, es gibt ja Psychologen, die sagen, so eine Liebe, die braucht einen bestimmten Rahmen. Was meinen die damit? Was heißt das, ein Rahmen? Ist ein bisschen schon angeklungen. Also Sie sagten ja auch, Sie haben Ihren Glauben. Also das ist die Religion. Und wenn man die gemeinsam hat, kann das ein guter Stück des Rahmens sein. Mit Rahmen ist gemeint, dass man die Liebe alleine nicht nur auf die Gefühle bauen kann. Also die alleine denken wir ja alles. Reicht ja, man liebt sich und alles ist in Butter, ist es nicht. Also die Liebe braucht einen Rahmen. Und das heißt also eben, was Drittes haben Sie auch gesagt, also etwas, wofür man lebt, wofür man sich einsetzt, für das man brennt. Das können Kinder sein, das kann ein Engagement sein, das kann der Glaube sein. Man hat auch festgestellt, dass es Paare, die Kinder haben und sich vielleicht auch ein Haus gönnen und einen Glauben gemeinsam haben und die Familie um sich rum haben, auch so ein Faktor. Das sind so Rahmenbedingungen, die können
die Gefühle halten. Das ist damit gemeint. Und ohne Rahmen wird es ein bisschen rahmenlos. Und dann kann es sein, dass die Gefühle nicht reichen. Das ist auch eine enttäuschende Botschaft. Aber es ist so. Ja. Frau Beck, Sie hatten eine Partnerschaft, die sich schnell zum Albtraum entwickelt hat. Es ging um Gewalt, die für Sie irgendwann auch lebensbedrohlich geworden ist. Aber am Beginn gab es ja vielleicht auch sowas wie einen Zauber. Gab es da sowas? Wie würden Sie das beschreiben? Wie war der Mann, der ihn später im wahrsten Sinne des Wortes sehr wehgetan hat? Wie war der zu Beginn? Wie würden Sie ihn beschreiben? Ja, es war so, dass ich ihn gesehen habe und gedacht habe, also es hat mich umgehauen. Ja. Er war unwahrscheinlich charismatisch, er war gut aussehend, er war charmant, er hat wirklich, und dazu kommt, er hat mich von Anfang an so angehimmelt, würde ich mal sagen. Ja. Also er hat sich richtig um Sie geworben? Richtig um mich geworben, genau. Ich war zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch verheiratet und habe dann auch gesagt, hier ist die Grenze. Ja. Also ich musste dann auch irgendwann sagen, ich möchte da nicht weitere Gefühle aufbauen, weil ich einfach an meiner Ehe festhalten wollte. Es war aber dann so, dass mein Mann sich von mir getrennt hat. Und ich ihn dann durch Zufall in einem Schwimmbad wieder getroffen habe, wirklich durch einen x-beliebigen Zufall, und er dann neben mir gesessen hat und gesagt hat, ich bin immer für dich da, egal was kommt. Also hat er ihm auch Halt gegeben? Genau, und er hat mir die ersten Monate unwahrscheinlichen Halt gegeben. Hatten Sie gedacht, das ist ein Romantiker, so wie Sie das beschreiben? Total. Ja. Er war, also ich muss da gerade an diese Komponente denken, dieses, ja, ich habe gedacht, ich habe meinen Seelenpartner gefunden. Also er war wirklich, er hat eigentlich das immer ausgesprochen, was ich gedacht und gefühlt habe. Und ja, heute weiß ich einfach, dass es nur eine Masche war oder dass es auf diese Persönlichkeit zu schließen ist. Das war mir aber damals nicht bewusst. Also ich dachte wirklich, boah, ich habe alles Glück dieser Welt gepachtet, um ihn dann kennengelernt zu haben. Ja, was sich dann halt natürlich im Nachhinein als fatal rausgestellt hat. Sie haben ja auch zwei Kinder in die Beziehung mit reingebracht. Wie lief das dort zu Beginn? Ja, das war ein bisschen schwieriger, weil mein Mann, wie gesagt, vorab erst mal ausgezogen ist und die Kinder natürlich sehr darunter zu leiden hatten. Wo ist der Papa jetzt? Wo ist der Papa? Was ist da los? Die ganze Konstellation. Und das war schon schwierig. Aber ich muss sagen, die Kinder waren, haben ihn sehr freundlich aufgenommen. Sie haben ihn akzeptiert, was von seiner Gegenseite nicht direkt der Fall gewesen ist. Dadurch, dass ich aber heute im Nachhinein gesehen noch so mit der Trennung zu tun hatte, was mein Ehemann betraf, ja, habe ich das alles nicht so hinterschaut. Also ich war wirklich, ich war zwar teilweise in der Beziehung vom Gefühl her, aber auf der anderen Seite auch noch mit diesem Trennungsschmerz beschäftigt. Aber er hat Ihnen Halt gegeben, sagen Sie, er war der Romantiker, er war Ihr Seelenverwandter. Also Sie haben in ihm ja sehr viel schon gesehen. Wann hat er denn dann zum ersten Mal auch ein anderes Gesicht gezeigt? Ja, das hat sich langsam wirklich angeschlichen. Also es fing dann an, dass er irgendwann zu mir gesagt hat, ich möchte nicht mehr, dass du dich so stark schminkst. Und ich habe dann gelacht, ne, wie man so sagt, ja, und habe dann trotzdem weiter mein Labello drauf geschmiert. Und dann fing es irgendwann an, dass er die Autoscheibe runterließ und mein Labello aus dem Fenster geschmissen hat. Und das waren ja eigentlich schon alles so Vorboten. Und so hat es dann nur 3 Monate gedauert, bis wir in einem Einkaufszentrum gewesen sind. Und ich habe mir ein paar Schuhe gekauft, die ihm nicht gefallen haben. Und da habe ich eigentlich das erste Mal so sein wahres Gesicht gesehen. Ja, da ist er dann, das war so ein riesen Einkaufsblaser, wo es auch so eine Essecke gab, wo man essen konnte. Und da hat er tatsächlich die Schuhe genommen mit dem Karton und ist zu jedem Tisch gegangen und hat gesagt, sind das Nuttenstiefel, sind das Nuttenstiefel? Und ich war total perplex, weil ich das überhaupt nicht verstehen konnte. Und er hat dann zu mir gesagt, du ziehst diese Schuhe nicht an. Und ich habe am Auto dann beim Reinlegen in den Kofferraum gesagt, ja, natürlich zieh sie an, die gefallen mir natürlich. Die habe ich auch bezahlt. Und es ist mein Geld, ich ziehe die Schuhe an. Ja, und dann hatte ich die erste Ohrfeige dann im Gesicht. Und wie, ich meine, nach dem, was Sie beschreiben, was Sie in ihm gesehen haben, was haben Sie dann gedacht, als er Sie plötzlich geschlagen hat? Ich dachte, ich bin im falschen Film. Also ich konnte das überhaupt nicht differenzieren. Was ist denn jetzt hier los? Das ist ein ganz anderer Mensch, wie ich ihn die ganze Zeit zuvor kennengelernt habe.
Ja? Mhm. Ich glaube auch, ich habe so diese Kleinigkeiten einfach unter den Teppich gekehrt. Ja? Er hatte zum Beispiel mal gesagt, ja, wenn du zu mir gehören willst, musst du auch mal den Staubsauger in die Hand nehmen in meiner Wohnung. Das sind alles so Dinge heute im Nachhinein, würde ich die anders einordnen. Aber bei dem damaligen Zeitpunkt war das einfach nur eine Kleinigkeit. Ja? Sind wir manchmal so verliebt in die Idee einer großen Liebe, dass wir dann einfach auch weggucken und vielleicht auch verdrängen, bestimmte Situationen ausblenden? Ja, aber ich glaube auch, dass da natürlich auch viel Grund zur Liebe war erstmal. Ne? Also da war ja, so wie Sie das schildern, ein Seelenverwandter und viel Hoffnung. Und ja, und man ordnet das vielleicht ein als ganz normale Irritation. So, jetzt kommt der Alltag, muss man sich irgendwie arrangieren. Aber man lässt nicht gleich los und lässt den anderen nicht gleich fallen. Das verstehe ich schon gut. Weil da ist ja erstmal, passt nicht zusammen, ne? Also genau. die Sachen. Und klar, da schaut man dann erstmal nicht so genau hin, weil dann würde man sich ja eingestehen müssen, ich habe mich geirrt. Ja. Es ist keine Liebe. Das können wir nicht so schnell. Wie ging es denn dann weiter? Ja, er hat sich dann an dem Tag noch aufrichtig bei mir entschuldigt und das wird nie wieder vorkommen. Und ja, heute weiß ich, dass ich damals schon in einer emotionalen Abhängigkeit war. Ich war damals nicht sehr selbstbewusst, also zumindest nach außen hin vielleicht schon, aber innerlich nicht. Und er hat mich schon praktisch um den Finger gewickelt mit der Art und Weise, wie er mich umgarnt hat, wie er mich behandelt hat, wie er mich berührt hat, auch innerlich berührt hat. Also erstmal haben Sie ja gesagt, natürlich ziehe ich die Schuhe an, aber nach innen, würden Sie sagen, wurden Sie schon kleiner? Ja, da wurde ich schon kleiner, definitiv. Mhm. Aber ja, ich habe mich dann immer mehr dem gefügt, was er auch gewollt hat. Mhm. Und das war ganz im Anschluss dann schon an die Situation mit dieser Ohrfeige. Mhm. Und dann kam die Enttäuschung über mich selber, warum lasse ich das jetzt eigentlich weiter zu? Aber auch dieses Gefühl, überleg doch mal, wie lieb er vorher zu dir war, was er alles für dich getan hat, er war für dich da. Und ich bin ein grundsätzlicher Mensch, also ich habe auch einen tiefen Glauben und ich bin bis zu diesem Zeitpunkt immer davon ausgegangen, dass in jedem Mensch irgendwie das Positive überwiegt. Das war vielleicht auch ein Punkt, der mich dazu gebracht hat, auch ja, so lange dabei zu bleiben, in dieser Beziehung auszuharren, weil ich immer gedacht habe, der ändert sich irgendwann. Wenn ich mich verändere, verändert er sich auch. Es ist aber ja nicht nur auf diesem Level geblieben, es ist ja weiter eskaliert. Was waren dann die nächsten Stufen? Ja, die nächsten Stufen waren dann Urlaube, in denen er Gläser nach mir geschmissen hat. Es waren dann, also aktuell weiß ich von 9 anderen Frauen, mit denen er Affären angefangen hat. Es war dann auf körperlicher Ebene, dass er 2-mal versucht hat, mir das Leben zu nehmen, indem dass er mich 1-mal versucht hat, mit dem Auto zu überfahren vor meiner kleinen Tochter. Und 1-mal versucht hat, mich zu erwürgen, als der Kleine 6 Wochen alt war und im Ehebett gelegen hat zwischen uns. Und ja, das waren Situationen, die man, wenn man frisch Mama geworden ist, vielleicht sich ausmalen kann, wenn man da ein kleines Lebewesen im Bett hat. Und ja, es war wirklich 2-mal sehr knapp und Rippen gebrochen, die Nase gebrochen. Also es war wirklich alles dabei. Ja, und das war wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß einfach auch nicht weiter, wie kann ich mich da rauslösen. Und dann kam noch hinzu, dass er immer zu mir gesagt hat, wenn du dich letzten Endes trennst, finde ich dich und dann tue ich euch allen was an. Wenn er sagt, tue ich euch allen was an, haben Ihre Kinder das mitbekommen alles? Meine Kinder haben ganz viel mitbekommen, ganz viel auch nicht, Gott sei Dank. Aber sie haben so viel mitbekommen, dass sie schwere seelische Schäden davon getragen haben. Wir heute, Gott sei Dank, nach knapp 4 Jahren wieder einiges im Griff haben. Also sie entwickeln sich ganz normal weiter. Sie sind nur gut in der Schule. Aber sie haben natürlich Defizite, die erst aufgearbeitet werden müssen. Weil 5 Jahre seelischen Missbrauch mitzuerleben und seine Mutter vor allen Dingen jeden Tag am Boden zu sehen, überhaupt nicht mehr aufstehen sehen und vielleicht auch als Kind dann übernehmen zu wollen, dass es der Mama wieder besser geht. Ich glaube, das ist einfach eine Dimension, die wir auch als Erwachsene uns gar nicht ausmalen können, wie schlimm das für Kinder ist. Ja. Ich stelle mir das so vor. Ich meine, klar, Sie sind mit diesen Träumen, mit diesen Vorstellungen von ihm da reingestartet. Dann erleben Sie aber all diese Gewalt. Also das ist ja wirklich, überschreitet ja alles. Ich meine, Gewalt in jeder Form ist schlimm. Aber das, was Sie beschreiben, ist ja fast unvorstellbar.
Ihre Kinder sind da, kriegen das auch noch mit. Sie merken, dass das bei Ihnen auch was anrichtet. Haben Sie denn immer mal versucht, da auszubrechen, zu sagen, hey, das für meine Kinder, für mich, das tut uns, das ist, wir müssen weg? Selbstverständlich. Ja. Ich habe das ganz oft probiert. Ich habe mir auch, Gott sei Dank, heute im Nachhinein alle Hilfen geholt, die ich mir habe holen können. Ich habe mir das Jugendamt geholt, ich habe mir Beratungsstellen geholt. Aber ich sage immer, es braucht einen gewissen Prozess, um überhaupt mal zu verstehen, was da passiert. Sie haben ja auch von dieser Abhängigkeit gesprochen, ne? Weil ich wusste, 5 Jahre ging das Gesamt und 3,5 Jahre wusste ich von einem narzisstischen Missbrauch nichts. Ich habe von diesem Wort noch nie etwas gehört, bis ich irgendwann angesprochen wurde und gesagt bekommen habe, schau mal nach der Verbindung, ob das passt. Und ich habe 2 Bücher gelesen, habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist meine Geschichte, 1:1 niedergeschrieben. Das, was ich jeden Tag erlebe. Sie sagen ja, es ist kein Einzelfall. Was fällt denn vielen da so schwer? Oder warum ist es so schwer, dann den Schlussstrich zu ziehen und sich abzugrenzen und einfach zu gehen? Also das Stichwort ist, denke ich, schon emotionale Abhängigkeit, weil Sie sprechen ja auch von narzisstischer Störung und das sind ja Menschen, die das sehr gut können, also jemanden für sich zu gewinnen und umgarnen, charmant, Sie haben die Stichworte gesagt und sind auch sehr zugewandte, liebevolle Menschen, können sie sein. Ja. Und das schafft die Bindung erstmal. Wir sind ja alle Bindungswesen, wir wollen uns ja binden. Und das klingt ja erstmal so, das stimmt, da passt was ineinander. Und dann die Erkenntnis, der Mensch hat ein ganz anderes Gesicht. Mhm. Und Sie sagten ja auch die Stichworte, mache ich was falsch? Wenn ich mich verändere, dann verändert er sich auch. Oder ich nehme an, dass Ihr Mann auch dann bereut hat und was versprochen hat in den Zwischenphasen. Das sind ja in der Regel so Auf und Abs. Mhm. Und wenn die emotionale Abhängigkeit geschaffen ist mal, dann glaubt die Frau das. Also er wird sich ändern, er wird vielleicht den Blumenstrauß ernst meinen. Mhm. Und es sind Kinder da, man setzt das nicht alles aufs Spiel, da ist auch ein Verantwortungsgefühl. Also es ist ein Spinnennetz eigentlich. Genau. Ne? Also ein Spinnennetz und da rauszukommen aus diesem Spinnennetz ist, muss man einen Spinnfaden nach dem anderen muss man erstmal lösen. Und Sie haben gerade so genickt, also haben Sie auch weiterhin geglaubt, wenn er wieder auf Sie zugekommen ist, ja, das wird noch was? Sie kriegen ihn so hin, wie Sie ihn am Anfang wahrgenommen haben? Oder? Ja, ich habe das wirklich tatsächlich immer gedacht, weil er es so gut beherrscht hat, sich so leidend darzustellen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Also der hat jedes Mal immer ein schlimmeres Auftreten gehabt, dass er so leiden würde, wenn ich mich dann letzten Endes dazu entschlossen habe, dass ich doch gehe oder dass wir diese Beziehung beenden. Und ich habe immer wieder in diesem Moment, wo ich ihn habe so leiden gesehen, gedacht, ah, der meint es ernst, der ändert sich. Aber natürlich auch kalkuliert mit der Angst, wenn ich wirklich es letzten Endes durchziehe, dass er uns wirklich auch etwas antut. Und letzten Endes hat er uns ja dann auch 1,5 Jahre noch nach dem Beziehungsende gestalkt und ist uns dann auch in Urlaube nachgeflogen und lauter so Dinge, stand dann im Garten und hat mich angerufen, komm mal raus. Und also wirklich die Dinge, wo, ja. Und Sie haben ja zwischendurch auch noch ein Kind mit ihm bekommen. Mhm. War da in dem Moment der Glaube da? Bei mir war es gerade das Gegenteil. Ich habe nämlich auch keine Kinder bekommen können mehr. Meine Eileiter waren komplett verklebt. Mhm. Und hätte gar nicht mehr schwanger werden können. Und auf einmal war ich schwanger. Da war gerade genau nämlich der umgedrehte Fall, dass ich so fix und fertig war, weil ich damit überhaupt nicht mehr gerechnet habe, weil das hätte gar nicht sein können. Meine Tochter ist auch nur durch Durchspülung der Eileiter entstanden, immer wieder, immer wieder. Und mein Sohn dann, auf einmal war ich schwanger. Und das war für mich, ich habe gedacht, also da wusste ich, nee, da hat mein Kopf gleich geschaltet und hat gesagt, ich kann dieses Kind einfach nicht bekommen, weil ich kann es nicht aushalten, noch 18 Jahre mit ihm in Verbindung zu sein. Da war ich schon auf dem Stand, dass ich eigentlich bei der Trennung schon bin. Ja, ich wollte schon weitergehen, ich wollte das abschließen. Ich wusste auch, ich bin auf dem guten Weg, das abzuschließen. Julian hat, also mein Sohn, der hat es dann natürlich, war es dann wiederum anders. Aber ich habe schon eigentlich noch eine stärkere Bindung dazu bekommen, zu diesem Thema Trennung, weil ich einfach gewusst habe, ich möchte kein drittes Kind schädigen. Ich möchte, dass mein Sohn eine normale Kindheit verbringen kann und nicht wie meine großen Kinder so leiden muss. Also auch aus Liebe zu diesem Sohn. Und als Ihr Sohn dann da war, wie hat
Ihr Partner das dann aufgenommen? Also zum ersten Mal muss ich sagen, er hat was ganz, ganz furchtbar Schlimmes gemacht. Er hat, als ich in der 10. Woche schwanger war, ich habe an Panikattacken gelitten in jeder Schwangerschaft, weil mein Körper sich nicht auf die Hormone so schnell umgestellt hat. Und er hat in der 10. Woche das zum Anlass genommen und ist mit mir zum Arzt gegangen und hat gesagt, ja, die ist völlig gaga, die will sich das Leben nehmen, bitte tun Sie die in die geschlossene Psychiatrie einweisen. Und der Arzt hat das auch geglaubt. Das heißt, ich bin dann mit Panikattacken wegen der Schwangerschaft eingewiesen worden und musste 9 Tage vollstationär in der Klinik verbleiben, ohne dass ich irgendwas in der Hand hatte. Also ich habe da erstmal seine Macht gespürt, weil er hatte die Macht, mich irgendwo einzuweisen, mir irgendwas zu unterstellen, was überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen hat. Ja. Und da habe ich auch wieder die Macht vor Augen geführt bekommen. Und als der Kleine dann da war, da war es eigentlich diese Konkurrenz. Ja? Also der Kleine war immer eine Konkurrenz für ihn. Er wollte nie die Zeit mit ihm teilen. Er hat ihn immer abschieben wollen, ja, zur Patentante. Und er braucht Zeit mit mir alleine. Und ja, es ist einfach nur schlimm. Irgendwann sind Sie dann aber ja doch den Schritt gegangen und haben ihn angezeigt. Was war da dann der Anlass, dass Sie gesagt haben, so und jetzt? Das war erzwungen und Gott sei Dank heute im Nachhinein erzwungen. Also als er versucht hat, mich zu erwürgen und mir dann auch die Rippen gebrochen hat, war es nicht mehr zu verleugnen, dass da häusliche Gewalt im Spiel ist. Und die Ärztin oder die Dame sagte dann zu mir, also Sie haben die Entscheidung, entweder Sie zeigen ihn an oder wir müssen ihn von Staats wegen oder Amts wegen anzeigen, einfach weil das öffentlich verfolgt werden muss. Und dann habe ich gesagt, nein, okay. Dann zeige ich jetzt auch alles an, was passiert ist. Mhm. Er ist dann verurteilt worden, aber zu einer Bewährungsstrafe. Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Er ist dann verurteilt worden zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 1 Monat und zu 3.000 Euro Geldstrafe. Das war im Oktober. Er hat mich dann bis kurz vor Weihnachten in Ruhe gelassen und hat dann wieder angefangen, mich überall zu stalken und hat mich dann auch abgepasst mit meiner Freundin zusammen. Und da war dann auch nochmal diese Situation, dass er gesagt hat, ich kann nicht ohne dich leben, ich sterbe ohne dich, ich will nicht ohne dich, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Und ich habe mich nochmal drauf eingelassen und ich habe dann aber gespürt, das ist anders. Und ich wusste, dass das letzte Mal ist. Also ich wusste, dass es ist jetzt kurz vor dem endgültigen Schritt, dass ich gehen kann. Wer oder was kann einem helfen, da rauszukommen? Also man merkt ja, wie lange das dauert dann teilweise, bis dieses Spinnennetz so langsam an Kraft verliert, ne? Und man sich befreien kann. Ja, eigentlich Zeugen. Also jemand, der, ja, oder eine Anwältin, jetzt nicht jetzt im juristischen Sinne, sondern also eine Freundin oder ja, jemand. Meine Tante war das damals. Hatten Sie die? Dann geht es besser. Mhm. Deswegen ist es oft so gut, wenn Frauen wirklich ins Frauenhaus gehen oder wenn sie wenigstens zu den Beratungsstellen gehen, weil sie dort auch Frauen treffen, die wissen, was los ist. Also wo sie nicht lange erklären müssen, wo man genau die ganzen Zusammenhänge gut kennt. Also so eine Zeugin hätte es schon, ja, hätte, war ja auch die Ärztin, genau, ne, die gesagt Ärztin hat, jetzt müssen sie ran. Aber ja, ich frage mich die ganze Zeit, ob Sie eine Vorerfahrung hatten in Richtung Gewalt. Nee, ich hatte tatsächlich, was die körperliche Gewalt betrifft, nicht. Aber ich weiß einfach heute, dass das aus meiner Kindheit rührt, weil beide meiner Elternteile nicht sehr aufmerksam mit mir umgegangen sind. Also ich habe sehr viele Defizite gehabt, sodass mein Selbstbewusstsein sich nicht hat aufgebaut. Ja? Und ich eigentlich immer alles so abgewälzt habe. Und ich glaube einfach, dass ich das gebraucht habe, um meine Persönlichkeitsentwicklung auch zu bekommen. Ich sage immer, es ist von Gott gekommen bei mir, weil es einfach so war. Ich habe damals tatsächlich an Ostermontag in der Kirche gesessen, 2 Stunden mir die Predigt angehört, von Neuanfang. Und ich bin aus der Kirche rausgegangen und hatte auf einmal die Kraft zu gehen. Ich kann es nicht beschreiben, es war so. Und bis zum heutigen Tag. Und ja, ich das ist einfach, ich habe das gebraucht. Und ich weiß heute bei dieser Arbeit, die ich jetzt vollrichte und was ich alles tue und wie viele Menschen ich da begleiten kann, dass es einfach mein Weg war, um anderen Menschen heute eine Hilfe sein zu können. Wie versuchen Sie, denen zu helfen? Ich habe eigentlich, und das ist das Skurrile daran, ich habe wirklich in der Beziehung schon gewusst,
dass ich irgendwann, ich habe gesagt, das ist so unbekannt, dieses Thema, ich möchte irgendwann darüber Aufklärungsarbeit machen. Und dann kam die Trennung und dann habe ich gedacht, nee, ich will mit dem Thema nie wieder irgendwas zu tun haben. Bloß nicht. Und dann auf einmal hat sich das Blatt gewendet. Ich hatte dann eine Anfrage vom Hessischen Rundfunk und dann ging alles Schlag auf Schlag. Ich habe dann eine Gruppe eröffnet mit 40 Leuten im Internet und jetzt sind es über 2100 Betroffene. Und wir haben in dieser Gruppe so viele Menschen schon begleiten können, weil das so schwer ist, auch dabei zu bleiben bei dieser Trennung. Dann, wenn wieder dieses, ja, dieses Hovering, dieses Wiedereinnehmen, sage ich mal, kommt. Und das ist so wichtig, dass diese Menschen andere Menschen haben, wo sie einfach verstanden werden. Und das ist so schwer, weil man es nicht verstehen kann. Und ich zähle mich auch dazu. Ich habe das auch immer gedacht. Ich habe immer gedacht, wie kann denn so jemand dabei bleiben? Und ist die denn blöd? Die lässt sich da schlagen? Also so war immer mein Gedanke. Ja. Und heute weiß ich einfach, es hat mir gezeigt, ich würde nie wieder über jemanden urteilen, wenn ich etwas nicht verstehe, sondern ich würde es mir erst mal anhören, wie der Mensch überhaupt ist und was ihn dazu gebracht hat, dass er so entschieden hat für gewisse Dinge. Um das Spinnennetz auch zu begreifen, ne? Das von einem selbst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben das von außen nicht begriffen werden kann. Und dass dann so eine Verurteilung praktisch und Beurteilung dieser Frauen kommt. Und dann gehen sie erst recht nicht nach draußen, dann bleiben sie erst recht in den vier Wänden. Und weil sie das ja wissen. Und dann kommt die Scham dazu. Ja. Und diese Scham ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und deswegen, das ist toll, dass da so Anlaufstellen sind. Deswegen sage ich ja, man braucht Zeugen, man braucht Zeuginnen, die wirklich wissen, wovon man redet, damit man aus dieser Schuld- und Schamfalle rauskommt. Denn solange man da drin ist, kann man sich nicht bewegen. Dann bleibt man. Und das ist für außen schwer zu Und die Partner tun das ja noch anleiern. Ja, die sagen dann noch, willst du dich jetzt zur Lachnummer machen? Und du hast ja angefangen oder sonstiges. Sie versuchen ja weiter zu manipulieren und machen dir noch Angst dazu. Oder ich nehme dir die Kinder weg, ich lasse die Kinder wegnehmen. Apropos, ist die Verbindung denn jetzt gekappt oder haben Sie noch eine Verbindung? Nein, also ich war damals, ich habe wirklich rigoros gesagt, wenn du das Kind sehen willst, musst du über alle Amtswege gehen, die es nur gibt. Musst mich vor Gerichte ziehen. Ich werde das so lange hinziehen. Ich möchte nicht, also er hatte mal zu mir gesagt, in einem Türkei-Urlaub haben wir Fotos auf einem Berg gemacht und da hat er mich angeschaut mit einem ganz normalen Blick und sagte zu mir, wenn ich dich jetzt hier mit dem Kleinen runterschubsen würde, es würde aussehen wie ein Unfall, das könnte überhaupt keiner nachvollziehen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, der hat recht, wenn irgendwas dem Kleinen passiert, wo nach einem Unfall aussieht, es würde keiner nachvollziehen können, dass er das war. Und das habe ich, und da habe ich, das war für mich, wo ich dann wirklich gedacht habe, oh Gott, du musst so dein Kind schützen. Und ich habe gesagt, zieh mich vor alle Gerichte, aber das Kind kriegst du nicht. Und so ist es auch heute. Also ich habe, wir haben überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Und ich bin auch froh drum und es ist alles so, wie es sein soll. Aber ja, ich bin froh, dass meine Kinder heute ein normales Leben haben und mein Sohn auch eine normale Kindheit hat. Und denen geht es auch besser langsam wieder? Denen geht es jetzt auch wieder viel besser, ja. Ich bin ja in einer neuen Partnerschaft. Ja, erzählen Sie mal, gibt es da jetzt einen neuen Zauber? Ja, da gibt es jetzt einen neuen Zauber. Ja. Also es ist eine ganz andere Beziehung. Ja, zum Glück. Eine ganz, ganz andere Beziehung, auch ganz anders aufgebaut. Deswegen sage ich immer, die Liebe muss wachsen, das ist absolut richtig. Und wir haben diese Verbindung, dass wir eigentlich alles auch auf das Familiäre aufbauen. Ja, finde ich ganz wichtig. Das ist so unser Rahmen, das Familiäre. Und dieser Grundstein ist einfach auch unsere identische Kindheit. Also wir sind sehr gleich, sind aber auch total verschieden. Ich bin total der emotionale Part und er ist total der Chaot. Ja. Aber es ist immer wieder lustig bei uns und wir haben Spaß im Leben und es macht einfach nur Spaß mit den Kindern. Das ist einfach jetzt eine wertschätzende, wirklich wertschätzende gegenseitige Beziehung auf Augenhöhe. Ganz genau. Dann hoffen wir, dass Sie damit ganz, ganz viel Glück auch weiterhin haben. Und ich glaube, wir alle freuen uns, dass Sie aus der unglückseligen und gewalttätigen Beziehung raus sind und dass Sie jetzt die Kraft haben, anderen den Weg rauszuzeigen oder zumindest zu helfen und ihnen zu unterstützen und sie zu unterstützen und zu zeigen, hier, ich habe es geschafft. Genau. Danke dafür. Bitte schön. Bitte.
Es gibt ja Paare, die verbindet schon etwas, bevor sie sich das erste Mal begegnen. Und auch unsere nächsten Gäste waren schon durch ein intensives Band verbunden, bevor sie sich wirklich in Persona kennengelernt haben. Erst nochmal herzlich willkommen, Selina und Uwe Läufer. Sie haben 2008, da waren Sie glaube ich 18, eine niederschmetternde Diagnose bekommen. Nämlich Leukämie, also Blutkrebs. In welcher Lebenssituation waren Sie damals? Was hatten Sie vor? Also ich war gerade kurz vor fertig mit der Ausbildung. Und, ich war schon fertig, Entschuldigung, mit der Ausbildung. Habe so meine erste Löhne gekriegt, also so richtig Geld verdiene mal. Ja. Und war in der damaligen Beziehung, war man so ein Planer mit Familie, Häusle kaufen und so weiter. Also so das normale Vorgehen eigentlich, so was man sich auch ausmacht als Frau. Und ich bin auch ein sehr familiärer Typ, von dem her war das für mich eigentlich selbstverständlich, dass ich irgendwann mal mit 3 Kindern rumrenne und Haus, Garten, Hof und so weiter habe. Und dann kam diese Diagnose mitten in diese Träume, in diese Lebensvorstellungen hinein. Wie war da die Prognose? Was haben die Ärzte gesagt? Ich habe ja 2008 die Erstdiagnose gekriegt. Da haben sie dann gesagt, das Alter ist auf meiner Seite und so weiter. Sie würde jetzt erstmal mit dem normalen Schema durchgehen. Von dem her war ich sehr, sehr zuversichtlich, weil viele Faktoren für mich gesprochen haben, für mein Leben. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass es doch eine sehr aggressive Form war, wo sie das... Ja, ich wurde dann in einer Studie mit aufgenommen, wo ich einfach ein bisschen mehr Zugriff gehabt habe auf andere Medikamente noch. Und dann hieß es erstmal nach knapp fast 10, 11 Monate, dass ich als Gehalt gelte. Und das hat sich dann recht schnell Weihnachten, habe ich schon gespürt, irgendwas ist komisch. Haben Sie so eine Ahnung schon gehabt? Ja, irgendwie spürt man das, wenn irgendwas verändert sich. Aber jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern einfach nur, man hat so ein inneres Bauchgefühl, irgendwas passt nicht. dann war klar, dass ich einen Stammzellenspender brauche, weil man gemerkt hat, dass die Autonomalmedizin ohne außerstehende Hilfe vom Mitmenschen nicht funktioniert. Und da hat die DKMS ja dann auch danach gesucht, das ist eine gemeinnützige Organisation. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man so einen Stammzellspender findet? Ja, also man sagt tatsächlich, ein Lottogewinn ist wahrscheinlicher, wie ein passender Spender zu finden. Ich habe tatsächlich meinen Lottogewinn gehabt. welche Übereinstimmung gab es denn da zwischen Ihnen? Also mir hatte knapp 99% Übereinstimmung von den Genmerkmale. Das ist schon sehr ungewöhnlich, oder? Definitiv. Dass das so funktioniert. Sie wurden dann transplantiert, sind in die Reha gekommen, haben sich auch wieder erholt. Ja. Trotzdem, Sie hatten Ihre Träume vom Leben und waren Sie noch die gleiche? Nein. Inwiefern haben Sie sich verändert? Ich habe mich in der Hinsicht verändert, dass ich mittlerweile, also ich habe relativ schnell das Leben schätzen gelernt, weil man hat mir im Krankenhaus natürlich auch offenbart, also wenn man jetzt keinen passenden Spender findet, geht es halt in eine Richtung. Und also man hat halt solche Nahtoderlebnisse, wo man erstmal verdauen muss als junger Mensch, wo man sagen muss, wie soll es von der Erde gehen? Das passt nicht. In all dieser Zeit, wie sehr waren Ihre Gedanken denn beim Spender? Schon sehr oft, aber erst richtig nah, wo ich die Spende erhalten habe. Weil davor glaubt man immer erst das, was man hat, dann auch. Also, weil es doch immer sehr oft anders kommt. Und ab dem Moment, wo ich dann den Beutel da hängen gehabt habe und das fließt gerade in mich rein, Gefühl, das war dann, da habe ich dann das erste Mal so richtig gespürt, so, das ist ein anderer Mensch, der mir das gerade ermöglicht, wer ist das? Und haben Sie dann irgendwann auch den Wunsch gehabt, diesen Menschen kennenzulernen? Ja. Eigentlich von Anfang an, das war mir von Anfang an eine Herzensangelegenheit, den Menschen, der zu sowas ja gesagt hat, dass er sich bereit dazu erklärt, mir andere Menschen zum Helfen. Natürlich will ich den kennenlernen. Ich meine, jetzt kommen Sie ins Spiel, muss man sagen. Was wussten Sie eigentlich über die Empfängerin? Gar nichts, bis auf das in Deutschland war.
Und man sagt ja so, Stammzellspende, das ist auch nicht so ohne. Was heißt das, was hat das für Sie bedeutet eigentlich, nur damit man sich das vorstellen kann? Also ich muss sagen, ich bin da von der DKMS sehr gut betreut worden. Ja. Weil es besteht eine Gefahr, das ist kein Thema. Und man muss auch bis zur Stammzellspende Medikamente spritzen, dass sich die Stammzelle vermehre. Und ja, das hatte wegen Nebenwirkungen. Ich konnte Treppe nicht laufen, ich bin krabbelt, Knochenschmerzen, steht auch in der Parke drin. Und habe gesagt, klar, das ziehst du durch und fertig, weil es kein Leben rettet. Und die Knochenschmerzen. Sie haben ja damit auch Leben gerettet. Nun ist es so, 2 Jahre danach ist auf jeden Fall, bleibt alles anonym. Danach, wenn beide Ja sagen, kann man sich auch treffen. Also ich habe ja einen anonymen Brief schreiben dürfen. Mhm. Er hat gewusst, dass ich Kontakt aufnehmen möchte. Ich habe meine Daten freigegeben. Mehr Infos hatte ich ja nicht. Also wusste jetzt, dass er sich auf jeden Fall nicht meldet. Und Sie haben aber dann ja irgendwann gesagt, okay, ich mach's doch. Warum? Ja. Ich habe einmal von der DKMS Post bekommen, aber dass die Frist vorbei ist. Und mir hat der Brief gefallen, wo es sie geschrieben hat. Und das war 2012, auch die Jahreszeit rum, plus minus. Mhm. Da habe ich gedacht, doch, ich probiere es mal. Und wie war das, als dann plötzlich was von ihm kam? Ja, also er hat mich ja online kontaktiert und ja, ich stand erst mal auf dem Schlauch. Also ich habe ja mit allem gerechnet, nur mit dem, dass mein Spender mich online anschreibt. Und von dem her habe ich erst mal den Laptop damals zugemacht. Bin erst mal durchs Haus gerannt, habe erst mal drüber reden müssen, so, was da jetzt gerade passiert. Und bin dann auch wieder an den Laptop hingegangen nach einer Zeit und habe ihm dann geantwortet. Und dann haben wir relativ schnell zum Glück gesagt, wir telefoniert. Also für mich war es emotional erst zu viel, also viel zu viel. Frau Nuber, wenn ich weiß, ich habe jemand anderem das Leben gerettet und Sie sagen ja, man hat Angst vor vielleicht zu viel Dankbarkeit oder so. Inwiefern kann das auch eine Hypothek sein, wenn man eine Beziehung eingeht, bei all dem, was einen da verbindet? Das kann eine riesige Hypothek sein, weil man kann ja, also ich finde die Reaktion sehr gut nachvollziehbar, dass sie erst mal so gemacht haben, weil da kommt ja vielleicht eine Mordsdankbarkeit, da kommt eine Idealisierung, da kommt sowas wie, ja, du bist jetzt ein Teil von mir, also von Organspendern weiß man das, dass das oft so eine Wirkung hat. Und das ist ja dann sowas wie eine Okkupierung, also sie werden besetzt sozusagen von der sie was gespendet haben, also die nimmt von ihnen dann Besitz, also die Gefahr hätte durchaus bestehen können. Und dann hätten sie sich aus all dieser Idealisierung und Fantasterei vielleicht auch erstmal wieder befreien müssen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, aber so war es nicht. Nee, überhaupt nicht, im Gegenteil. Wie ist es denn dann weitergegangen? Also Sie hatten dann Kontakt, irgendwann haben Sie den Laptop wieder aufgemacht und dann haben Sie sich ja ausgetauscht. Wie ging es dann weiter? Haben Sie dann telefoniert oder wie hat sich das vertieft? Ja, also wir haben dann stundenlang, also ich glaube, mit meiner besten Freundin habe ich nie so lange telefoniert wie mit ihm. Also wir haben wirklich stundenlang telefoniert. Wir haben von Anfang an gleich eine Sympathie füreinander gehabt, auch vom Humor her und von der Art her, wie man tickt. Und konnten recht viel mit uns anfangen und dann waren ganz stolz aufeinander, dass wir jetzt Brüderle und Schwesterle sind. Ah ja, Brüderle und Schwester. Stammzelle. Genau. Ja, ja. Und wie war das für Sie? Also waren Sie vorher auch der Typ, der stundenlang telefoniert? Ja, ich bin kommunikativ, ich rede auch gern. Also, und hatten Sie dann trotzdem das Gefühl, da ist was Persönliches, was sich da so ergibt? Ich habe sehr oft das Gefühl gehabt vom Spiegel. Vom Spiegel? So innerliche Spiegel. Ich war irritiert, ich habe sehr oft das Gefühl gehabt, das kenne ich schon. Also Brüderle, Schwesterle, Spiegel, das merken wir uns jetzt schon mal. Einfach die eigene Seele oder die eigene Gedanke. Ja. Oder was einem wichtig ist im Leben, das spiegelt sich in ihr. Und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein mit dem Altersunterschied. Ja. Und dann, irgendwann haben Sie sich ja dann auch getroffen. Was war das für ein Anlass? Das war von der Aktion. Er hat eine Bossos-Konzertkarte sich besorgt gehabt und hat gesagt, er würde mich gerne dazu einladen. Und neugierig, wie ich bin, habe ich natürlich ja gesagt. Waren Sie aufgeregt? Ja, klar, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin von Natur aus sehr neugierig. Und ich glaube, ich habe
Ja, geschwitzt. Ich kann gar nicht sagen. Also ich habe Auto fahren können. Wir haben uns auf dem Parkplatz vor Stuttgart drauf gehabt. Und ja, aber ich weiß für Emotionen, ich kann sie gar nicht mehr beschreiben. Ich habe Herzrasen von, man kommt dort dann endlich und er war nicht pünktlich auf dem Parkplatz. Und ja, das war jetzt alles so, ja. Und er ist ja auch nicht alleine gekommen. Nein, nee. Ich war alleine da. Ja. Sie hatten, glaube ich, eine Bekannte dabei, eine Arbeitskollegin? Ich habe meine zwei Kinder zwei von erster Ehe mitgebracht, meine zwei Söhne. Marco und Alex und eine Arbeitskollegin. Ja, und warum? Welchen Schiss hast du? War ganz einfach. Ja, ein Schiss. Also hatten Sie schon das gedacht, und das war dann ein bisschen unverfänglicher, so, wenn die anderen dabei sind? Ja. Ich muss auch sagen, ich war mit den Kindern sehr oft an Bossos-Konzerten bei uns im Bezirk. Und haben auch die Leute ein bisschen kennengelernt, wie den Malcolm. Und die wollte einfach auch mit. Und es war auch ein gutes Alibi für mich. Und dann war dieses Konzert und Sie haben sich zum ersten Mal getroffen. Und? Also haben Sie da schon gedacht, konnten Sie Gefühle einordnen? Hat sich überhaupt was getan an dem Tag schon? Ja, also Gefühle in der Hinsicht in Richtung Beziehung oder sowas noch nicht. Da war es also nicht bewusst. Ja. Unterbewusstsein bin ich raus. aber so im ersten Moment war es einfach mal, ja, genau so habe ich mir vorgestellt. Genau so. Und gleich auch in persönlicher Ebene sympathisch gewesen. Und das hat einfach dann passt. So, ja, mit dem kann ich Pferde klauen. Pferde klauen. Und Sie, was war bei Ihnen so da? Ich habe eh nicht gedacht, auf alle Fälle. Ja? So, das ist eine tolle Frau, die hat gekämpft in ihrem Leben. Ich bodenständig beständig bliebe. Und dann haben wir getanzt und mein kleiner Sohn, der Marco, hat gesagt, Papa, die Frau wirst du mal heiraten. Oh. Der hat gutes Bauchgefühl, muss man lassen. Haben Sie das mitgekriegt? Er hat es mir dann nachher erzählt, ja. Oh, und dann habe ich gesagt, ja klar. Dann habe ich gesagt, Marco, du spinnst, die Frau ist viel zu jung. Ja, also eben, wir haben darüber gesprochen und es ging dann darum, dass er eben gesagt hat, ich brauche Distanz, mir ist das alles zu viel, die Emotionen und das darf nicht sein, also es darf eigentlich nicht sein vom Altersunterschied her und auch mit den anderen Voraussetzungen, nachdem ich das alles dann gehört habe von ihm, habe ich gesagt, okay, du, ich sage aber ja zu dir, ich gehe das ein und ja, dann... Oh, der hat gesagt, gut, dann greifen wir es an, dann machen wir es. Also da waren Sie schon mal da, da war der Zauber bei Ihnen, hat sich entfaltet sozusagen. Was waren dann Ihre Gedanken so, auch so, was wird die Familie sagen, wegen des Altersunterschieds? Ja, ja, also meine Oma hat immer sehr große Rolle in meinem Leben gespielt und war immer eine Person, nach der ich hochgeschaut habe, mit der ich viel Zeit verbracht habe, viele tiefsinnige Gespräche geführt habe und ich weiß, sie ist auch so manchmal ein bisschen... Im Schwäbischen sagt man Altbacher eingestellt. Und bei der Mama habe ich weniger Probleme gehabt, ihr das mitzuteilen, weil sie relativ nah mir steht und auch für alles und vieles Verständnis hat und so weiter. Aber bei der Oma habe ich tatsächlich fast schon Angst gehabt. Und als ich dann bei ihr war, nach ihrer habe ich es als letztes mitteilt, hat sie dann, sind wir beim Kuchenessen mit gesessen und dann sagt sie, wo ich ihr dann gesagt habe, du Oma, ich musste was sagen, ich habe einen neuen Partner. Und dann hat sie gesagt, ja, schön, ist doch toll, kannst du mal mitbringen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich muss aber nur zusagen, er ist 23 Jahre älter. Und habe ich schon dann Luft geholt, so, um mich erklären. Und dann sagt sie, ja, ist doch toll, Selina. Und, genau, Entschuldigung, mit dem, na, ich gesagt, er ist und mein Stammzellenspender. Und auf das hin sagt sie dann eben, ja, das ist ja toll, Selina. Menschen, hast ja immer der Stammzellenbank bei dir, wenn du mal was wärst. Das ist pragmatisch. Also für mich ist da dann erstmal, ja, wie gesagt, so ein Stein vom Herzen. Aber man merkt ja, wie sie erstmal ja, gegen diese gedachten Widerstände, die dann teilweise auch gar nicht da waren, erstmal angehen mussten. Was kann das mit einer Beziehung machen, wenn man denkt, da sind Widerstände oder wenn auch wirklich Widerstände da sind, Frau Nuhr? Widerstände können einen ganz schön zusammenschweißen. Also ob das jetzt ist, dass man aus einer Ehe erst raus muss, bevor man eine Beziehung eingehen kann oder man wohnt weit weg und muss diese
Hürden nehmen, also wenn man gemeinsam die Hürden oder jetzt erstmal alleine nehmen muss, das schweißt zusammen und das bringt, sie sind ja eh schon so nah gewesen durch diese Geschichte, es macht einen noch näher und wir beide, wir gehen jetzt so gegen den Rest der Welt, wenn es sein müsste, aber auf jeden Fall nehmen wir die Hürde. Also ja. Das kann eine Liebe, ja, das ist sozusagen das Feuer, was ihn nochmal emporbringt, dann die Liebe. Wie sehr sehen wir manchmal auch, wenn wir Beziehungen sehen, sei es Altersunterschied oder die sehen irgendwie unterschiedlich aus, was auch immer, ungleich, wie sehr sind das auch Klischees, mit denen wir oft an solche Beziehungen rangehen? Also klar sind das Klischees und dann gibt es immer gleich Bilder im Kopf von wegen Vaterkomplex oder Mutterkomplex oder was weiß ich. Oder da muss ja irgendwas in der Kindheit gewesen sein. Vielleicht war es das auch, aber ich glaube, es geht ja eigentlich immer darum, es gibt viele Unterschiede in Beziehungen. Also bei Ihnen ist es jetzt der Altersunterschied, woanders ist es, der eine ist zu klein und der andere zu groß, also es entspricht nicht der Norm. Oder der eine ist dunkelhäutig, der andere ist hellhäutig oder es ist die Sprache ist zwei verschiedene Sprachen, die sie sprechen. Also es gibt viele Hürden, die Liebe nehmen muss und die sie auch nimmt. Und das ist ja oft das total Faszinierende daran. Also was da eigentlich in Gang gesetzt werden kann, was das für eine Kraft ist. Wenn da wirklich Liebe ist, dann kommen die Unterschiede, ja, mit denen kommt man dann schon zurecht. Nun ist es bei Ihnen, wenn wir über Unterschiede reden, ja auch so, Sie sind genetische Zwillinge, ja, kann man sagen. Sie haben schon gesagt, ich hatte dieses Gefühl von Spiegel. Wie sehr merken Sie auch so eine Verbundenheit einfach, so eine Nähe im Denken, im Handeln? Ja, es ist manchmal schon fast unheimlich, gerade mit Vorgehensweise. Man hat oftmals ähnliche bis fast gleiche Denkweise, wie wir an was rangehen. Dann manchmal Art und Weise, wie wir raspeln zum gleichen Moment, wo sehr oft dann vorkommt, wo ich da denke, ist da jetzt was oder möchte ich daran glauben oder möchte ich nicht daran glauben? Ich habe mich dazu entschlossen, ich glaube daran, dass da eine Verbundenheit ist und dass wir auch irgendwo genetische Zwillinge sind. Von dem her, für mich ist es ein schönes Gefühl, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Kann wahrscheinlich keiner bezeugen oder belegen, aber ich finde es schön. Ich glaube daran. Spielt der Altersunterschied denn heute noch eine Rolle? Gar nicht mehr, nee. Sie hat biologisch mein Alter durch die Stimmzellen. Ja, erzählen Sie mal, was heißt das genau? Dass sie biologisch, also vom Körper her, Richtung mein Alter geht. Also das kriege ich auch zu spüren, wenn sie Kreuzschmerzen hat, zwickt sie mich, wenn sie die alten Stammzellen hat. Ja, jetzt ist es ja so, Sie sind in Ihrer Beziehung ja noch einen weiteren Schritt gegangen. Jetzt haben wir ja schon von Steffi gehört, Hochzeit war sehr, sehr wichtig. Wer hat denn da den ersten Schritt gemacht von Ihnen? Das war ich. Schön. Ja. Und zwar war das am Anfang unserer Beziehung. Mhm. Dann waren wir beim Italiener, haben aber keine Pasta gegessen, einfach einen Salat und Rotwein. Und ich war so fasziniert von ihrer Art. Da habe ich gesagt, du bist eine Frau zum Heiraten, vom Charakter her. Jetzt sagt die natürlich, na ja, gerade in den ersten paar Monaten war das, oder? Ja. Und die definitive Entscheidung war auf einer Wanderung. Ich habe ihr meine Heimat zu Fuß gezeigt, von Feldberg nach Basel. Da gibt es einen Hebelwanderweg an die Wiese entlang. Und da kam das raus, es ging los, wir sind im gleichen Takt gelaufen, hat die gleichen Schwingungen gehabt, also Schwingungen von dem her, wie ist man gelaunt, was macht einem ein bisschen Matik unterwegs. Das nervt einen. Genau. Und auch, da muss ich so grinsen, wo die Leute gesagt haben, wegen dem Streiten, das gehört überall wo dazu. Und da war klar, die Frau heirate ich, die will ich heiraten. Und was macht den Zauber der Liebe heute aus? Der Zauber der Liebe macht die, bei uns speziell würde ich sagen, die Hartnäckigkeit, dass wir von vornherein gesagt haben, ja, den Weg gehen wir, den ziehen wir durch und wir dürfen unsere Lorbeere ernten. Also das ist ein schönes Gefühl, dass wir jeden Kampf, jede Emotion, die wir durchlebt haben, die wir durchstanden haben, miteinander, und es war nicht immer ein einfacher Weg, haben wir bis heute gemeistert und können uns trotzdem in die Augen schauen und sagen, ja, die Liebe ist sogar noch gewachsen. Sie hat sich verändert, sie ist jeden Tag anders geworden und wir sind kein 100% also wie sagt man, fehlerloses Paar. Wir streiten wie Kesselflicker, das ist kein Problem. Also. Aber das ist für mich der Zauber der Liebe, wo sowas möglich macht.
dann hoffen wir, dass für Sie dieser Zauber lange, lange erhalten bleibt. Ja. Vielen Dank an Dankeschön. Sie beide. Frau Nuber, es gibt ja das Gedicht von Kästner, Sachliche Romanze. Als sie einander 8 Jahre kannten und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Kann das passieren? Auf einmal ist die Liebe, die vielleicht stark war, die präsent war, die ist nicht mehr da, die kommt uns abhanden. Wie kommt es? Kann passieren, wenn man nicht aufpasst. Ja. Wie auf dem Regenschirm, auf den man nicht aufpasst. Mhm. Nein, das war jetzt auch sehr eindrucksvoll, weil sehr deutlich wurde, dass eine Beziehung nie zu Ende ist. Also die wird ja, die wächst und sie gedeiht, wenn wir was dafür tun, wenn wir aufpassen, wenn wir uns auseinandersetzen, wenn wir auch über Hürden gehen, dann wächst sie weiter und dann kommt sie uns auch nicht abhanden. Mhm. Aber wenn ich das Gefühl habe, also ich muss eigentlich nichts dafür tun oder nur die oder der andere muss was dafür tun, dann kann schon passieren. Dann ist sie irgendwann weg. Und dann ist nur noch Langeweile. Oder und die ist dann auch nicht mehr rückholbar? Das würde ich nicht sagen. Also wenn wirklich das Paar merkt, ups, da ist uns jetzt aber was passiert, das wollten wir so gar nicht und wir haben doch eigentlich so gut gestartet und es ist doch so viel da, dann kann man schon versuchen, das wieder zu finden und dann aber auch zu sehen, was ist eigentlich passiert. Mhm. Also was ist da vorgefallen? Wie kam die Langeweile oder warum ist einer rausgegangen und hat sich so anders gesucht? Das gibt immer eine Chance. Also da glaube ich dran auch, nicht nur, weil ich Paartherapeutin bin. Herr Wolf, viele Menschen kennen Sie sicherlich als erfolgreichen Autoren, unter anderem Krimireihe aus Friesland, Krimis und so weiter. Aber Sie haben auch eine spannende Liebesgeschichte dabei. Fangen wir aber erstmal mit der davor an. Sie waren schon mal glücklich verheiratet. Ja. Sie haben auch 2 Kinder zusammen. Erwachsene. Erwachsene Kinder und danach haben Sie sich dann irgendwann... Dann haben wir uns irgendwann getrennt. Heißt das so, die Liebe kam abhanden, so wie im Kästner-Sinne, also wie es gerade beschrieben war? Menschen entwickeln sich ja. Und, ja. Ne, und das, wir sind uns immer noch sehr gut miteinander und mit den Kindern. Und jeder hat sich neu verliebt. Dann machen wir da doch weiter. Wann ist der Zauber denn da wieder zurückgekommen in Ihr Leben? Erzählen Sie mal. Ja, ich war auf einem ziemlich tiefen Punkt, wo man sich normalerweise wahrscheinlich nicht den neuen Partner sucht, die neue Partnerin. Ich war in der Gruppentherapie. Mhm. Ich hatte schon inzwischen, glaube ich, 10 Jahre Gruppentherapie hinter mir. Da lernt man sich auf eine andere Art kennen. Ne? Also es ist nicht so das typische Date. Man ist nicht schön angezogen. Mhm. Man ist nicht aufgebrezelt, eher verheult, steht an den Abgrundstellen. Und das ist Psychodrama gewesen. Das ist mir sehr nah. Also man spielt die Dinge nach. Mhm. Und indem man sie nachspielt, sieht man dann, was hätte ich damals gebraucht? Und wo sind Spielräume? Was kann ich anders machen, wenn mir sowas wieder begegnet? Und da habe ich sehr viel gespürt, dass Bettina Göschel, meine Ehefrau jetzt, dass sie mir sehr nah war. Und umgekehrt war das auch so. Aber wir sind uns auf dieser Ebene in der Therapiegruppe begegnet. Und ich glaube, dass das heute für unser Zusammenleben, und wir machen auch gemeinsam Kunst, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Das hilft uns natürlich im Alltag ganz enorm. Aber wenn Sie das so beschreiben, da war also eine Nähe. Sie haben ja gesagt, wir waren uns da nah. Ja. War das denn dann schon ein Verliebtsein? Nee, oder? Das glaube ich noch anders. Man braucht dann auch was anderes in so einem Moment. Ne? Ja. Also zum Beispiel hatte ich als Kind einen Autounfall und wurde wieder wach auf dem OP-Saal, wo sie mich operiert haben, mir das Leben gerettet haben wahrscheinlich. Aber ich wurde wach dort und habe in maskierte Gesichter gesehen, was damals noch nicht so normal war wie heute. Und keiner hat mir was gesagt, das ist natürlich traumatisierend, so etwas. Das haben wir dann nachgespielt. Und dann, was brauchst du jetzt? Ja, ich brauche jetzt, dass einer mir sagt, du bist hier im Krankenhaus, alles ist in Ordnung, wir retten dich. Stattdessen hat man mir was auf die Nase gedrückt. War damals, glaube ich, Lachgas. Man kriegt da einfach keine Luft mehr und peng, war man wieder weg. Da hat man schon eine Weile mit zu tun. So, und wenn man sich dann in so einer Situation kennenlernt, wenn man das aufarbeitet, kommt man sich schon
auf eine besondere Art nahe. Also es war ja eigentlich vielleicht anders, als es sonst manchmal ist, Frau Nuber. Also sonst haben wir einen ersten Eindruck, es entwickelt sich langsam, man hat da mal ein kurzes Gespräch und dann irgendwann entsteht eine Tiefe. Bei Ihnen, so wie Sie es beschreiben, war diese Tiefe ja sehr früh sehr präsent. Man weiß sehr viel übereinander. Und das ist genau der wichtige Punkt. Also in Paartherapien ist es oft so, dass es nach gewisser Zeit kommt man drauf, dass man guckt, wie war denn die Vergangenheit jedes Einzelnen? Wo kommst du her? Was hast du in deinem Herkunftsrucksack sozusagen? Und dann wächst so langsam das Verständnis dafür, ach, deswegen bist du da so empfindlich oder da ist deine Wunde. Und wenn ein Paar die Wunde des anderen kennenlernt, vice versa, das ist so ein Geschenk, weil man über das Verständnis ganz anders miteinander kann. Und das haben Sie ja sozusagen vorgezogen. Ja, und das ist jetzt dadurch natürlich auch, kann man auf eine ganz andere Art stabil miteinander leben. Und Sie kannten also früh Ihre Wunden, Sie kannten die Tiefen, Sie haben sich ganz anders kennengelernt. Ja. Wie waren dann die nächsten Schritte, dass das auch ja, so etwas wie eine Verliebtheit sich langsam Bahn gebrochen hat? Ja, dann habe ich zum Beispiel Bettina einmal erlebt in einer Aula. Ja? Hat sie ein Konzert für Kinder gegeben. Und es war so eine ganz muffige Aula. So. Man denkt gleich, riecht es noch von der Decke und riecht nach Bohnenwachs. Und ja. Akustik schlecht, eine Katastrophe für eine Veranstaltung. Und die kommt auf die Bühne und sagt, wir verwandeln jetzt diese Aula in ein Piratenschiff. Und die auf einmal, bang, alle Kinder, die Erwachsenen haben ein bisschen länger gebraucht, die Kinder haben sie sofort verstanden. Plötzlich war das ein Piratenschiff. Ja? Und dann wurden die Jungs und Mädchen zu Piraten und haben mit ihr Piratenlieder gesungen. Ich auch. Ne? Das war wundervoll. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, ihr könnt ja nicht nur so Seelenarbeit miteinander machen, ihr könntet auch Kunst miteinander machen. Und inzwischen ist das ja auch so. Wir schreiben eine Kinderbuchreihe zusammen, die Nordseedetektive sind zusammen auf den Bühnen. Jetzt mussten wir 64 Auftritte absagen, aber das lag nicht daran, dass keiner gekommen wäre. Haben Sie sie denn auch inspiriert, das noch weiter zu entfalten? Naja, für mich war das schon mein Beruf. Ich kann ja nichts anderes. Ne? Und für Bettina war das aber noch ein Hobby, eine Leidenschaft. Und ich habe ihr dann gesagt, du, das musst du beruflich machen. Und sie stellte die wunderbare Frage, und wovon soll ich dann leben? Und ich habe gesagt, von deiner Arbeit. Und so wurde es dann auch. Aber das ist natürlich ein Sprung ins freie Künstlerleben. Und umgekehrt, ist sie dann ihre Muse, kann man das so sagen? Ja, ganz sicher. Ja? Also ganz viel ist, dass wir zusammen sind, spazieren gehen am Deich in Ostfriesland, in unsere Figuren hineingehen. Das haben wir beim Psychodrama gelernt, wie man in einen anderen sich einfühlt, hineingeht, den spielt. Und wenn wir zum Beispiel zusammen schreiben, ist es so, dass bei den Nordseedetektiven übernimmt die Bettina dann die Emma, geht in diese Figur und ich in den Lukas. Und ab dann kämpfen wir. Da wird der Dialog, ja, Dialog heißt ja schon für zwei, ne? Also wird er ja spitzer, wird er besser. Jeder versucht für seine Figur das Optimale rauszuholen. Und das funktioniert natürlich schön. Welche Rolle spielt Kreativität auch in der Liebe? Ja, ganz, ganz wichtig, also was, um es vielleicht zu verallgemeinern, denke ich, was da passiert, das ist, wir verlieben uns ja eigentlich auch immer in der Hoffnung, dass wir uns weiterentwickeln können. Ja, und dass der andere das Potenzial sieht, was in einem ist. Ja. Dass das jetzt rauskommt, was bis jetzt nicht gelebt werden konnte. Das ist uns gar nicht so bewusst, dass das oft auch die Liebe steuert. Und das ist ja das, was Sie jetzt so ganz toll erleben. Also Sie fördern bei Ihrer Frau, Sie haben ihr Mut gemacht, Sie haben sie ermutigt. Und wiederum, sie gibt ihnen auch was zurück und so können sie jetzt, und sie haben was Drittes, also etwas, was, ja, was einem verbindet, wo man nicht immer nur ein Paar sollte, nicht, sagt man, immer nur aufeinander gucken, also so, ne? Sondern sie sollten gemeinsam auch auf was Drittes gucken und das belebt dann wiederum die Beziehung. Dieses Gefühl, dann auf der Bühne zum Beispiel zusammenzustehen, ist das dann auch etwas, was das nochmal... Ja, und wir verstehen uns da blind, das ist ein Fest. Wir nennen das Arbeit, weil wir da Geld für kriegen. Aber es ist das nicht. Es ist was anderes. Wir lieben es. Es ist eine Leidenschaft, die wir dann gemeinsam machen können. Und wir sehen auch im Publikum sitzen ganz viele Paare. Wir nennen das literarisch-musikalischen Krimiabend. Also sie singt, ich lese was vor, erzähle Geschichten.
Und dann schaut man ins Publikum und ganz viele Paare quer durch die Altersgruppen, die Händchen haltend da sitzen. Was ich mich manchmal frage, Sie haben ja beschrieben, wie tief Ihre Beziehung ist und dass Sie damals in einem Tief waren. Ja. Jetzt haben Sie sich kennengelernt, nun ist die Liebe da, Sie stärken sich. Würden Sie sagen, Liebe hat auch was Heilendes? Auf jeden Fall. Es ist eine große heilende Wirkung. Also zum Beispiel auch, wie so ein Streit entstehen könnte. Ich bin in einem Friseurgeschäft groß geworden. Wir haben so im Hinterraum, das heißt, wenn ich zu meiner Mama wollte, musste ich ins Friseurgeschäft. Da sind für mich traumatisierende Dinge passiert in dem Friseurgeschäft. So, jetzt gab es zum Beispiel einen Tag, Bettina war beim Friseur. Wir standen vor einer großen Tournee, auf die wir uns freuten. Ich sitze in meinem Lieblingscafé, also alles ist gut. Mhm. In dem Lieblingscafé kriege ich die Nachricht, dein neuer Roman steigt auf Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste ein. Yeah. Ja, der Tag wird immer besser. Ja. Mein Freund Jörg Tapper, der Konditor, den habe ich umarmt. Wir haben sie durchs Café getanzt. Ich fahre zum Friseurgeschäft, um die Bettina abzuholen und ihr diese Nachricht zu bringen. Park davor, bin bestens gelaunt, gehe die Treppe hoch und stürze wie ab. Ja. Breche wie ein, wie in ein Zeitloch. Mhm. Und plötzlich steht da eigentlich nicht mehr der berühmte Schriftsteller, ne, der seine Ehefrau abholt und gut drauf ist, sondern der kleine Junge mit dem, was ihm geschehen ist. Und ich merke, was mit mir los ist, bin plötzlich ganz scheiße, benehme mich doof, ne, sag, bist du jetzt fertig, komm jetzt hier raus und so und geh dann raus, knall die Tür zu, steh draußen und denk, du benimmst dich hier wie der letzte Idiot gerade. Weiß auch durch die Therapieerfahrung, was mit mir passiert ist. Ich denke, atme durch, geh noch mal rein. Da drin ist sogar eine Frau, die freut sich jetzt auf ein Autogramm von dir. Ich so, oh, der Herr Wolf ist da. So. Also, und was geh rein und brech wieder ein. Und was hatte dieser Friseurladen? Was hat das getriggert? Vielleicht war es der Geruch, der vom Haarspray oder sowas. Mhm. Das mich hat das sind alles nette Menschen hier, da haben mir nichts mit zu tun. Sondern das war eine Erinnerung, die mich in die Kälte der Kindheit zurückgestürzt hat. Und dann eine Ehefrau zu haben, die nicht sagt, der Blödmann gönnt mir das nicht, wenn ich zum Friseur gehe und mir die Haare machen lasse, der blamiert mich hier, der versaut mir den schönen Tag, sondern die kapiert, was gerade geschehen ist. Kommt raus zu mir, wir stehen draußen, ich heule eine Runde, wir gehen ins Auto und fahren nach Hause und haben trotzdem noch einen schönen Abend. Dann fühlt man sich verstanden und ist auf so einer Ebene. Ich glaube, ohne diese lange Selbsterfahrung, Gruppentherapieerfahrung, wäre das leicht anders und da hätte ein riesen Theater rausgewirkt. So ein kleines Beispiel. Mhm. Ich glaube, das gibt es bei vielen Paaren auch. Also zum Beispiel, dass die Frau, die plötzlich zum kleinen Mädchen wird und natürlich jetzt Nähe sucht, Liebe braucht, kuscheln möchte, eins braucht die jetzt nicht, Sex. Wenn der Mann das aber damit verwechselt, weil er ja gar nicht weiß, dass er jetzt gerade hier eine Siebenjährige hat, dann geht das schief miteinander. So ist es mit Männern genauso wie mit Frauen. Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle. Und dann zu verstehen, was mit dem anderen gerade ist, das hilft, glaube ich, fürchterlichen Streit zu vermeiden und statt etwas auszuagieren, zu sich zu finden und es wird besser. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, das Heilende, aber dieses Tragende, ist es das irgendwann das auch, was die Liebe ausmacht? Eben. Also, weil ich glaube, in jedem von uns ist ja, was heißt, ich glaube, es ist so, in jedem von uns ist das kleine Mädchen und der kleine Junge, der wir mal waren. Mhm. Und die haben unterschiedliche Erfahrungen und Verletzungen und Vernachlässigungen und wie auch immer erfahren. Die bringen wir alle mit in eine Liebesbeziehung. Mhm. Also wir sollen uns, da brauchen wir uns nicht viel vormachen. Also wir sind nicht zu zweit, wir sind mindestens zu viert. Also jeder bringt seine Eltern mit und seine Erfahrungen mit denen. Und weiß oft selbst nicht, was ihn quält. Und wie Sie sagen, man bringt es dann ein, man macht dann dem anderen Vorwürfe. Wieso kommst du so spät? Und eigentlich steckt dahinter, ich bin nicht wichtig. Sonst, wenn ich wichtig gewesen wäre, dann hättest du mich angerufen. Und das ist dann so der kleine Junge oder das kleine Mädchen, das dann da sitzt und Vorwürfe macht. Und eigentlich sollte es sagen, ich hatte Angst um dich und ich habe Angst, du verliebst dich in jemand anderen und du lässt mich heute warten und im Stich. Wir haben alle diese Muster, also Bindungsstile, sagt man in der Psychologie. Und je nachdem,
nachdem, wie gut man sie kennt, umso mehr kann man auffangen vom anderen. Mhm. Also beiderseits. Ne? Aber was gehört dazu? Ich finde, wir haben bei Ihnen allen ja gesehen, was Liebe ausmachen kann. Bei Ihnen entsteht das jetzt. Man sieht auch, wie schnell das auch in Wege führen kann, die wir gar nicht wollen. Wir kommen in Krisen, wir kommen in Alltag. Und trotzdem, wenn es klappt, dann trägt uns die Liebe. Was ist es, was Liebe, was in der Liebe auch den Zauber erhält, was sie weiterträgt? Was würden Sie sagen? Na, ich glaube, dass wir sowas erleben, ja, will es nicht übertreiben, aber doch etwas, was wir uns als Kind wünschen. Also so ein Baby, was Sie jetzt haben, das braucht Nähe, Geborgenheit, Vertrauen, Verlässlichkeit. Und das begleitet uns eigentlich unser Leben lang. Also wir bleiben in der Hinsicht schon immer bedürftig. Und wenn wir das erleben mit einem anderen Menschen in einer Erwachsenenbeziehung, ich kann mich verlassen, du bist an meiner Seite, ich bin nicht alleine, ich habe bei dir eine Heimat, ich habe ein Zuhause, dann ist das ein großes Geschenk. Ja. Wird es Ihnen auch mal langweilig zusammen? Nee, boah, das, wenn man Kunst zusammen macht. Ja, dann, ich bin ja, und die lebt ja auch mit vielen verschiedenen Männern zusammen. Mhm. Ich schreibe ja immer aus der Perspektive. Von, und dann werde ich zu dieser Figur. Mhm. Dann bin ich plötzlich Rupert, ne, mit dem will keiner wirklich zusammenleben. Ne? Ja, oder dann bin ich auch die Kommissarin. Mhm. Und wenn ich in der Kommissarin bin, dann sagt Bettina, jetzt bin ich deine beste Freundin. Verändert sich denn der Zauber der Liebe mit der Zeit, mit den Jahren? Wenn man Glück hat, wird es tiefer. Oder wenn man, es ist vielleicht nicht Glück, sondern wenn man dran arbeitet. Ja. Kann sich eigentlich jeder mit Haut und Haaren verlieben und kann jeder auch mit Haut und Haaren lieben? Im Prinzip schon, aber ich glaube, dass es bei manchen Menschen steht eben was im Wege. Und zwar sind das wirklich dann die frühen Erfahrungen. Also wenn ich als Kind nicht erfahren durfte, ich darf mich anvertrauen, da interessiert sich jemand für mich, ich darf so sein, wie ich bin, dann kann das davor stehen und dann wird man, ja, man vermeidet dann vielleicht eher die Liebe und die Nähe. Man möchte nicht enttäuscht werden und man möchte nicht verletzt werden. Da wäre es halt schon wichtig, dass man da vielleicht sich ein bisschen helfen lässt, weil das lässt sich auch überwinden. Also können wir froh sein, wenn wir es erleben können. Ja, ja, unbedingt. Und die Liebe, den Zauber der Liebe mal gespürt haben. Vielen Dank an Sie, Herr Wolf, vielen Dank an alle hier. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Tabukrankheiten. Wofür schämen? Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke an alle und danke auch an Sie nochmal. Danke.